Weil das, ich habe das Gefühl, das ist das, wo sozusagen der Konflikt persönlich ist, wo ich das Gefühl habe, dass Agi sich missverstanden fühlt. Und Erwin hat ja auch gesagt, er sieht dich nicht als rechts. Er hat einen anderen Kritikpunkt. Aber erzähl doch erstmal, wie du das wahrnimmst. Ja, ich bin halt jemand, der mit dem BSW sympathisiert, der das immer gesagt hat, der seine politischen Ansichten im letzten Jahr auch nicht geändert hat. Also deswegen ist dieser Punkt aus meiner Sicht ehrlich gesagt ein bisschen müßig und darüber brauchen wir auch nicht reden. Erwin hat ja in seinen Videos klargestellt, dass er mich nicht als rechts sieht. Aber mich würde dann schon mal interessieren, Erwin, was genau ist dein größter Kritikpunkt an mir? Jetzt nicht kleine Beispiele, sondern dein größter Kritikpunkt und was soll ich deiner Ansicht nach besser machen? Mein Hauptkritikpunkt oder eigentlich so das, warum ich überhaupt über dich geredet habe, so von Anfang an, ist, dass ich denke, dass mit dem, was du tust, du unserer gemeinsamen Community beziehungsweise BSW schadest. Und ich glaube, dass das, was du tust, eher den Rechten nützt als uns. Das ist so mein Kritikpunkt in der Nutshell. Ja, das war ja meine Frage. Was tue ich denn konkret? Und was soll ich anders machen, deiner Ansicht nach? Anders weiß ich nicht, das musst du wissen. Ich habe da keine Forderung an dich tatsächlich, Macht er weil falsch? Wie soll ich ich denn habe dafür? von Anfang Sorry, an, sorry. na, ich habe von Anfang an eigentlich das nur kritisieren wollen, wie das gelöst wird oder was du anders machst, möchte ich dir nicht vorschreiben. Also das maße ich Welche mir nicht an. Taten? Du hast jetzt gesagt, es geht um Handlungen, die sozusagen dem Anliegen von dem Bündnis Sahra Wagenknecht und jetzt diesen politischen Communities, die hier auch eben linkes Streaming machen und so weiter. Du sagst, es gibt Taten, die Agi begeht, die dem schaden. Kannst du diese Taten vielleicht ein oder zwei Beispiele einfach ausführen? Ganz konkret. Ja, also für mich ist es so, dass es von außen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein Framing gibt gegen das BSW, so in die Richtung, das ist einfach nur eine andere AfD und die sind Querfrontler und das sind einfach so Leute, die sich anbiedern an die Rechten und Putin-Marionetten und ich weiß nicht was, ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt Agitator, der in einem Gespräch schon Höcke verteidigt hat, Schattenmacher verteidigt hat, der auf seinem Server irgendwie da das Angerverse sich ausbreiten hat lassen, der beim Stolzmonat mitgemacht hat, der mit Dominik Reichert irgendwie seinen Kanal Nee, promotet. Erwin, Und sorry, dass ich dich ich jetzt gleich sage, unter. warte, So, warte, lass mich ausreden, ja, ich will nein, dir nicht du unterbrechen. Das rollst haben wir hier zehn gesagt, kein Sachen auf. Unterbrechen, kein Unterbrechen. Können wir bitte bei Nein, lass einzelnen mich Sachen ausreden. Ja? Du bleiben, damit kannst ich darauf schreiben, eingehen kann? hol dir einen Professor. Stift, hol dir einen Stift, hol dir einen Professor, Stift, ich mache schreibe mir gerade auf. Notizen. Wirklich. Ich mache mir gerade Notizen. Nein, Ich bitte habe nicht gesagt, mach unterbrechen. mir zwei Beispiele. Und er macht jetzt aber fünf Beispiele. Ich schreibe sie alle auf. Wir können über jeden einzelnen Punkt reden. Ich werde euch darin begleiten, dass wir jeden einzelnen Punkt davon auch einzeln besprechen. Und ich werde mir auch deine Gegendarstellungen dazu aufschreiben. Ich kann es euch nachher abfotografieren und euch auch nochmal schicken, wenn ihr wollt. Also damit es Danke. einfach mal klar ist, was ihr hier redet. Ich mache mir eine Art Gesprächsprotokoll, okay? Also ich bin jetzt gerade beim Punkt, warte, Discord-Server, AV, warte, und dann Dominik Reichert promoten und du hast aber noch einen anderen Punkt genannt, Dominik Stolzmonat. Reichert promoten, beim Stolzmonat mitmachen, Höcke verteidigen, Schattenmacher verteidigen. Ja, die sozusagen Strategien von Rechten benutzen, wie das Framing geisteskrank und bösartig gegenüber Linken und so weiter und so fort. Also das ist Okay, jetzt das, wo bin ich ich bei einem sage, Punkt. das ist das, wo ich sage, all diese Dinge geben Außenstehenden den Eindruck, dass jemand, der sich selber als BSW-Vorfeld bezeichnet, dass er absolut allen, der bestätigt absolut alle Vorwürfe, die es von außen gibt, nämlich eben, dass die BSW eine Putin-Partei ist, dass sie eben mit Rechten kooperiert, dass es eigentlich eine AfD-Light ist und hin und her, das wird alles bestätigt. Erwin, ich So, habe und nach. das ist meine Warte, Kritik. warte. Das Alles ist meine klar. Also Kritik. der Punkt ist klar. So, Und jetzt, das finde ich nicht Agi. gut. Das ist Genau, nicht das ein finde ich. Punkt. Das sind Richtig. 10 Punkte. Also. Also ich habe hier Ja, eins, du hast zwei, mich gefragt, drei, was, vier, du hast mich fünf. gefragt, du hast mich gefragt, was konkret ist mein Problem. Ich habe es Nee, gesagt, was ist mein der konkretes Wichtigste? Problem ist. Was ist der Wichtigste und was soll ich anders machen? Also ich hätte nicht. Also. Ich weiß nicht, von Anfang an, ich weiß nicht, was du anders machst. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, was du tun sollst. Das ja, wollte ich niemals, auch nicht in meinen Reactions. Ich sage nur, was ich sehe und warum ich es kritisiere. Was du dann daraus machst, ist deine Sache.
Ja, aber wenn Du ich nicht kannst mal das weiß, was ich ignorieren, du besser, kannst das annehmen. ja, aber wenn ich nicht mal weiß, was ich besser machen Warte soll, mal. hä? Was soll ich denn dann anders? Also, hä? Warte mal kurz, Naja, warte mal besser kurz. aus Also. meiner Sicht ist besser einfach, dass du das, was ich gerade aufgezählt habe, nicht tust, weil du dann nicht die ganzen Vorurteile gegenüber dem BSW bestätigst. Aber du kannst es trotzdem tun. Also ich will dir nichts vorschreiben. Mach es. Wenn, falls du denkst, dass das gut ist, mach es. Trotzdem. Also ich soll nicht mehr über Höcke reden, ich soll nicht mehr über Schattenmacher reden. Kann Stopp, 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 stopp. Das ist nicht das, was ich. er gesagt hat. Nee, das Also, ist nicht lass das, uns. was er Nee, gesagt warte hat, mal. aber Nicht möglich. darf ich Nein, meine nein. Warte Perspektive mal, bitte. da. Ja, du darfst gerne deine Perspektive haben, aber jetzt hat Erwin erstmal klipp und klar gesagt. Also du forderst ihn auf, du appellierst an ihn, dass er dir eine Handlungsanweisung gibt. Aber das ist gar nicht sein Anliegen. Und deswegen müssen wir das jetzt mal abschließen. Dieses Auffordern, sag mir, was ich tun soll. Wir sind Linke. Wir lassen uns nicht sagen, was wir tun sollen. Wir denken darüber nach, was das Richtige ist. Und wir wollen versuchen, wirklich nach der Basis des Besten. So, man Die hört er euch. für schadhaft Okay. hält, das für BSW und für die politischen Communities, die sich mit linken Inhalten beschäftigen. Er hat 5 Punkte aufgezählt und einen übergeordneten Punkt, der etwas mit deiner Kommunikationsweise gegenüber Linken zu tun hat, zum Beispiel, wenn du diese als geisteskrank und bösartig betitelst, was halt eben so ein sehr rechtes Framing ist. Du kannst ja gerne jetzt sagen, warum du das tust. Also was erhoffst du dir davon, zum Beispiel eben Höcke oder ein Schattenmacher, wie jetzt, ich zitiere Erwin, zu verteidigen. Was ist dein Punkt daran? Warum möchtest du das tun? Das möchte ich ja gar nicht tun. Also ich habe über Höcke und den Schattenmacher nur meine ehrliche Meinung gesagt, als ich von Walkie, also als ich da in einer Debatte mit bestimmten Leuten war und die dann ihre Meinung zugesagt haben. Das hatte keine Intention, die zu verteidigen, sondern ich habe einfach nur gesagt, was ich ehrlich über diese Leute denke. Und ich habe auch Kannst immer du mir den sagen, Schattenmacher was du kritisiert. Ich denkst? habe den Schattenmacher auch schon in einer Debatte gehabt. Also wir waren da nicht einer Meinung, die kann sich gerne jeder ansehen. Ich habe auch Höcke immer kritisiert, aber ja, dann wird mir vorgeworfen, ich will ihn verteidigen, was schlicht und ergreifend nicht stimmt. Also. Also, kein Problem. Das ist ja auch voll. Also, ich weiß, dass du mit Schattenmacher debattiert hast und ich habe von anderen gehört, dass deine Debatten sehr gut waren. Also, dass du diese Rechten hast wirklich dumm dastehen lassen. Und ich habe sie mir zwar nicht angeguckt, aber ich würde trotzdem sagen, dass viele Leute auch dankbar sind dafür, dass du diesen Menschen auch mal eben mit Inhalten begegnet bist. Kannst du mir vielleicht, weil ich weiß überhaupt nicht, was du über Höcke gesagt hast und in welchem Kontext, kannst du mir sagen, welchem Thema du deine ehrliche Meinung über Höcke gegeben hast und wie vielleicht deiner Meinung nach auch dieser Anschein aufkommen konnte, dass das eine Verteidigungshaltung der Person gegenüber ist? Die Frage war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, darauf bezieht sich Erwin gerade, kann man Höcke als Faschisten bezeichnen? Und Faschismus ist nach der Definition, die ich immer verwende, die marxistische Definition, die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Das heißt, es ist für einen Faschisten elementar, dass er eine Führerdiktatur fordert. Das fordert ein Björn Höcke nicht. Deswegen ist die Bezeichnung Faschist meiner Meinung nach falsch. Er ist zweifellos ein Rechter, aber nicht, oder von mir aus auch weit in der AfD rechts stehender Politiker. Kann man alles sagen, aber Faschist ist eine sehr spezifische historische Ideologie, die man nicht, ja, mit der man nicht alles bezeichnen würde, was weit genug rechts entfernt von einem steht. Das war nur mein Punkt an der Stelle. Okay, cool. Also finde ich erstmal total, kann ich total gut nachvollziehen. Marxistische Definition hast du ja auch direkt gegeben. Und dann kann ich sozusagen an der Stelle sagen, das ist kein Verteidigen der Person Höckes, sondern das ist eher ein Verteidigen der Definition des Faschismus nach marxistischen Maßstäben. Ja, dass du sagst, wir können ja jetzt nicht einfach den marxistischen Begriff wischen, der soll schon Geltung haben. Ja, und dann ist eben Höcke einfach ein Rechtspopulist und ne? Aber eben kein Faschist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wie man es dann einordnen kann, ja, weiß ich nicht. Also gehört sicherlich zum rechten Flügel der AfD, aber welcher Begriff dann angemessen ist, darüber kann man ja sachlich debattieren. Aber das Problem war ja, dass ich gesagt habe, nee, nach der Definition, die ich hier anwende, kann man ihn nicht als Faschisten bezeichnen. Und da, ja, wird mir dann vorgeworfen, ich würde Höcke verteidigen, weil ich das gesagt habe. Ja, Erwin, weil ich willst du? finde. Ich finde, das liegt aber daran, weil du dich eben auf diese eine Definition versteifst. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob diese Definition zutreffend ist oder nicht. Oder ich zum Beispiel halte eher an dieser palingenetische Ultranationalismus-Definition. Ich finde, die beschreibt das viel besser.
was Faschismus ist und wer ein Faschist ist. Und es gibt verschiedene Formen, wie man das definiert. Und jetzt ist ja ganz klar, dass Höcke sich nicht hinstellen kann und einen Führer fordern kann. Das ist ja vollkommen klar. Also das würde er nicht tun und das ist auch politischer Selbstmord und das kann er ja nicht machen. Das heißt, man kann da nicht reingehen und sagen, solange er das nicht fordert, können wir ihn nicht so nennen. Das halte ich für naiv und das halte ich für nicht richtig. Aber was viel wichtiger ist an der Stelle, ist, worüber ich gesprochen habe, ist für jeden, der sich das angeschaut hat, ist es nicht gekommen, als würdest du einen so rübergekommen, als würdest du einen Begriff verteidigen, sondern als würdest du einfach Höcke verteidigen. Weil Höcke wurde kritisiert und du bist da, hast dich hingestellt, hast gesagt, nein, das könnt ihr ihm nicht andichten. Du bist auch zu mir in den Chat mal gekommen, hast gesagt, die Kampagnen, die gegen diesen armen Mann gefahren werden, also Höcke, dieser arme, arme Mann, gegen den werden Kampagnen gefahren, hast du geschrieben. Und das sieht, wenn du so etwas siehst, ja, dann sieht das für jeden da draußen als Verteidigung an. Also wenn du 90 von 100 Leuten, 100 Leute fragst, werden 90 davon sagen, dass sie empfinden, dass du ihn verteidigst. Und das ist das, wo ich sage, du wirfst ein schlechtes Licht auf die BSW, wenn du dich BSW-Vorfeld nennst und so handelst. Ich verstehe, dass das deine Ansicht ist. Ich verstehe, dass das deine, du bist einfach ehrlich mit dem, was du sagst. Aber ja, klar, und das ist auch gut, dass du ehrlich bist. Der Punkt ist nur, das hat halt negative Konsequenzen, meiner Meinung nach. Das ist alles, was ich sage. Du kannst ja weiterhin ehrlich sein und Höcke verteidigen oder nicht verteidigen, aber das hat halt negative Konsequenzen im Ansehen. Das ist halt so. Kann ich was nachfragen? Also Agi, also denkst du wirklich, dass Höcke ein armer Mann ist? Ja, was heißt armer Mann? Ich habe an dem Abend wo es um diese ganzen, ja, es gibt ja eine Medienkampagne gegen die AfD. Das kann man ja erstmal neutral sagen. Das sagt auch Sarah Wagenknecht in allen Talkshows. Das ist eine Tatsache. Und bei Björn Höcke, da ist es nun mal so, dass das beispielsweise das Zentrum für politische Schönheit zu Hause bei ihm vorbeigeschaut hat und ihn ausgespäht hat. Also wirklich privat, also wirklich hinter ihm her spioniert hat, geschaut hat, was macht er in seinem Privatleben, ein Denkmal kurz im Reichweite seines Wohnhauses aufgebaut hat. Und ja, das geht schon stark in eine Richtung, die ich als politische Umgangsform nicht gut finde und die ich auch bei jedem anderen Politiker kritisieren würde, auch wenn eben, egal bei wem das vorkommen würde, bei, keine Ahnung, FDP oder Grünen würde ich das genauso kritisieren, wenn das da jemand mit irgendeinem Politiker machen würde. Oder auch bei irgendwelchen Kleinstparteien, die ich gar nicht sympathisch finde, würde ich das natürlich auch, würde ich natürlich auch sagen, sowas gar nicht. Und das kann man in einer kurzen Chatnachricht in einem Twitch-Chat, den ich nur kurz aufhatte, als ich mir kurz was zu trinken geholt habe, als ich selber gestreamt habe. Da kann man das in dieser Komplexität, glaube ich, nicht gut erklären. Darf ich an der Stelle nochmal einhaken? Also es ist ja so, ich denke, wir sind uns einig, dass im sozusagen parlamentarischen Wahlkampf es nur Kampagnen gibt. Ich hoffe, das ist klar. Alle wollen ihre Standpunkte nach vorne bringen und einige bedienen sich dafür solcher Strategien, andere solcher, manche haben mehr Ressourcen, andere haben weniger. Jetzt ist es ja so, die AfD fährt ja auch Kampagnen gegen andere, zum Beispiel gegen die Grünen oder auch teilweise gegen die Linke, manchmal sogar gegen Sarah Wagenknecht. Wie geht's dir damit sozusagen? Also wenn du das siehst, dass die AfD sich ja auch unredlicher Mittel bemüht, im politischen Diskurs weit nach vorne zu kommen. Was macht das mit dir? Das finde ich natürlich nicht gut und das habe ich auch schon immer wieder kritisiert. Ich habe ja schon zig Videos hochgeladen, wo ich das ganze Framing der AfD gegen Sarah Wagenknecht widerlege und ich habe auch schon zahlreiche Debatten mit AfD-Befürwortern darüber geführt. Also ja, dass ich das ablehne, ist, glaube ich, ziemlich klar. Und wie erfolgreich bist du damit, den AfDlern sozusagen ihre Feindbildpflege und ihre Framing-Kampagnen also so vorzuhalten? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Du kannst mir einfach deine eigene Einschätzung darüber geben. Wie empfindest du diese Debatten mit Rechten, die du führst? Hast du das Gefühl, du dringst davor? Zu den Rechten selbst, okay, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Es kommt jetzt, meinst du damit, du meinst wahrscheinlich das große Bild. Da dringt man zu den Rechten natürlich nicht vor. Das sind ideologisch überzeugte Leute, die halt auf Seiten der AfD stehen. Also natürlich dringst du nicht zu denen vor, indem du sie zu Befürworter, also machst du nicht zu Befürwortern der AfD, aber das ist ja gar nicht das Ziel in solchen Diskussionen. Das Ziel ist, die Zuschauerschaft zu überzeugen. Aber du kannst schon in einzelnen inhaltlichen Punkten widerlegen, was sie sagen. Wenn
Das war, glaube ich, Schlomo, der das gesagt hatte. Da hatte Schlomo gesagt, ah, die, oder ich will jetzt hier nicht falsch zitieren, schaut euch die Debatte von mir aus nochmal an, aber ich gebe das jetzt so wieder, wie ich es im Kopf hatte. Ach, die Wagenknecht-Partei, das ist ja gar keine richtige Friedenspartei, denn die hat ja einen Antrag der AfD, wo die AfD Verhandlungen im Ukraine-Krieg fordert, abgelehnt. Und da habe ich gesagt, ja, Moment mal, das hatte aber nichts damit zu tun, dass die Wagenknecht-Partei keine Friedenspartei war, sondern da gab es eine gute inhaltliche Begründung in diesem Papier, was die AfD da vorgelegt hatte, in diesem Antrag. Da hatte sie gefordert, dass die Ukraine eine privilegierte EU-Partnerschaft bekommen soll, also noch weiter ins westliche Bündnis reingezogen werden soll, was ganz viele Probleme mit sich brächte. Zukünftige Konflikte mit Russland, eventuell würde sich Russland darauf gar nicht einlassen, also eventuell würde das den Friedensprozess erschweren. Da waren da noch andere Dinge drin, wie dass die OSZE da eine ganz wichtige Rolle spielen soll, was vollkommen unrealistisch ist, da die OSZE in Russland jedwedes Vertrauen verspielt hat. Also ganz viele sachliche Gründe, die dazu geführt haben, dass dieser Antrag abgelehnt wurde. Und da hat Schlomo dann gesagt, ja, okay, dann gebe ich euch den Punkt. Also, wenn du wirklich konkret sagen kannst, wo die Rechten falsch liegen, dann ist meine Erfahrung, dass sie sagen, okay, ja, den Punkt gebe ich euch, ist mir eh nicht so wichtig. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Nur das Problem ist, dass das nicht zählen wird, sondern das, was zählt, ist diese tausendfache Wiederholung von geisteskrank und bösartig. Das ist, was hängen bleibt. Nicht dieser eine Punkt, wo er dir recht gegeben hat, weißt du? Das ist einfach so, wenn er sich hinstellt und einfach sagt, ja gut, den Punkt gebe ich dir, dann bedeutet das für seine Propaganda, die er leistet, gar nichts. Es ist einfach irrelevant. Und Also, ich glaube, dass du, wenn du dich positionierst politisch mit diesen Leuten, glaubst du, würden sie Wagenknecht verteidigen? Ich meine, wie du nee, richtig natürlich gesagt nicht. hast, sie framen Wagenknecht einfach negativ. Und ich glaube nicht, dass wir in die Bresche springen sollten, wenn jemand irgendwie sagt, Höcke ist ein Faschist. Also in die Bresche für ihn springen und ihn einfach verteidigen. Das sollten wir nicht machen und sagen so, hey, Moment mal, das kannst du nicht beweisen und hin und her. Weil im Endeffekt, du kennst ja die Schriften von Landolf Ladig. Ich habe dir das ja geschickt. Ja? Den So, ersten was Text habe ich der mir bisher durchgelesen, konkret. Andreas Kemper geschrieben hat. Das ist relativ eindeutig, oder? Was da geschrieben wird. Das ist ja relativ eindeutig und er belegt das ja ziemlich gut, was da gemacht wird. Ich meine, dass irgendwo, wie soll ich das sagen? Die Rechten können ja nicht alles sagen, was sie denken. Ja? Es kann ein Schlomo auch nicht alles sagen, was er denkt. Ich war mal in einem Stream von KasperCast, wo er dabei war, und da hat er gesagt: hoffentlich wird nicht Kasper irgendwas sauer auf mich und zeigt, was ich alles so geredet habe. Ja? Weil es gibt sicher irgendwelche Dinge, die er nicht allen gesagt hat. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es nicht sagen. Ah, es ist schon schlimm genug, was er sagt. Aber das, was er nicht sagt, wer weiß, wohin das geht. Und man muss irgendwie ein bisschen sich überlegen und sich anschauen, was verlangen die, was wollen die, in welche Richtung gehen die und dann abschätzen, was könnten die wollen und auf was könnte es hinausgehen. Und man sieht ja, also, die werden immer radikaler und sie werden immer offener darüber. Am Anfang haben sie sich noch zurückgehalten. Jetzt sagen sie ziemlich direkt schon, was sie wollen. Und wenn man sich das anhört, komme ich eben zum Beispiel darauf, dass das sehr menschenverachtend ist, was sie da reden. Und ich finde, man sollte ihnen nicht helfen dabei. Ich Man helfe ihnen sollte ja sie nicht. nicht irgendwie. Ich hab nicht gesagt, dass du ihnen hilfst. Ich habe gesagt, man sollte ihnen nicht helfen dabei. Ich finde, insgesamt sollte man ihnen eigentlich im Weg stehen und nicht ihnen helfen. Man sollte ihnen, wie es geht, einfach versuchen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja? Und Warte, ich ich habe finde, eine so, Nachfrage. ja. Wie denn? Also, weil jetzt ist ja eigentlich, das ist ja genau der Punkt. Also, Ja Agi gut, hat ja okay, darum das geht jetzt, gebeten. das geht jetzt, das geht jetzt, Warte, das können wir dann. warte, warte. Weil er hat ja seine Strategie. Seine Strategie ist ja, er geht in die offene Debatte und er Ja. widerlegt inhaltliche Punkte, die er eben meinetwegen aus, weiß jetzt nicht, ist jetzt ein bisschen marxistischer Tradition vielleicht, heraus auch analysiert. Und das kann man ja sozusagen dann auch erstmal auch nachvollziehen. Das Framing ist in dem Fall auch transparent, warum er das kritisiert und sagt, Moment, dieser inhaltliche Punkt, wo ist der eben? Und du sagst, im Wege stehen und ihnen den Wind aus den Segeln nehmen, klingt für mich erstmal, als wärt ihr euch da einig. Ja, wahrscheinlich, Also, ja. Ich glaube auch. welche Sorten würdest du denn bevorzugen? Oder was denkst du, wo fehlt Agi vielleicht irgendwie ein Biss oder Kraft oder so, wo du denkst, das gelingt Na, nicht, aber ist er dafür überhaupt verantwortlich? Ist auch noch eine. es geht nicht um Biss oder Kraft. Es geht einfach darum, dass ich denke, was er tut, wird nicht das erreichen, meiner Meinung nach. Und das ist auch nicht schlimm. Vielleicht habe ich ja nicht recht. Ja?
Das, was irgendwie die Probleme ausgelöst hat, ist, dass ich eben diese Meinung gesagt habe, dass ich denke, dass das nach hinten geht und dass er eigentlich mehr schadet als nützt. Dass das dann irgendwie so aufgefasst wurde, als ich will ihn fertig machen oder diffamieren oder keine Ahnung, was überhaupt nicht der Fall ist. Sondern ich will einfach sagen, dass das meiner Meinung nach nicht der richtige Weg ist. Weil ich sehe, dass unsere Community, also jetzt insgesamt diese, sagen wir mal, BSW-Lager, was auch immer das ist, sehe ich, da gibt es einige Rechte, die sich eingeschlichen haben. Ich sehe da irgendwie Leute, die wirklich nicht links sind. Sie sind eindeutig nicht links. Und ja, also ich meine jetzt nicht links, so in die Richtung, keine Ahnung, bunte Haare und Kommunismus, sondern ich meine links wirklich so, keine Ahnung, Menschenrechte links, einfach ganz wirklich so das Minimum, ja. Und Wen denn? das sehe ich ein Problem. Da sehe ich ein Problem. Naja, Leute, verschiedene Leute auf Twitter, verschiedene Leute in der Community, die erzählen, dass sie eigentlich pro BSW sind, aber dann, wenn sie den Mund aufmachen, sind sie misogyn ohne Ende, sind sie Antifeministen, sind sie gegen Transpersonen, sind sie, ja, also da gibt es, oder für Remigration zum Beispiel, ja. Ich kann dir da ein paar nennen, wenn du willst. Ja, nimm mal welche von Twitter. Ich kann dir welche von uns hier von Twitch nennen. Da ist zum Beispiel der Ken the Brain, ne? Der ist ja irgendwie komplett für BSW, ja, er ist für BSW, aber im Endeffekt wurde er von uns vom Discord-Server geworfen, weil er permanent Werbung gemacht hat für Remigration. Weil er einfach jedes Mal einfach gesagt hat, ja, es braucht eine Remigration, Remigration ist wichtig. Dann gibt es Tyler Durden bei dir in der Community, der erzählt hat, dass er pro BSW ist, der dann aber im Endeffekt misogyne Sachen schreibt und der misogyne Bewegungen angehört. Und der, ja, im Namen Anti-Antifaschismus hat, ja, und so weiter. Ich meine, es sind so klare Anzeichen, so, dass das eigentlich Rechte sind und nicht Linke. Ja, das sind nur so wenige Beispiele, aber ich kann dir noch viele nennen. Vielleicht können wir ja an der Stelle einfach direkt mal fragen, Agi, wie nimmst du das denn wahr? Achso, Also, wenn Entschuldigung, die warte, Leute. Entschuldigung, Entschuldigung, sorry, ich wollte nur sagen, Ja? von diesen Leuten müssen wir uns distanzieren. Also für mich muss da eine klare Linie gezogen werden und sagen, hey, solche Leute haben keinen Platz bei uns. Also bei uns in der Community hier in Proletopia sowieso nicht, aber bei BSW sollte das auch nicht sein, meiner Meinung nach. So, jetzt gehöre ich nicht zum Okay, BSW und wenn also. das BSW sagt, wir sollten das sehr wohl solche Leute zulassen und gut, passt, aber dann distanziere ich mich vom BSW. So. Die Ja, also Frage ich ist. könnte, warte jetzt nur als inhaltliche sozusagen ein bisschen Zusammenfassung ist so, also wenn Sarah Wagenknecht von skurrilen Minderheiten spricht, die halt irgendwie zu diesen Linken oder was auch immer gehören, sind solche Leute wie Ken the Brain und Tyler Durden, die halt offen Rassisten sind und Frauenfeinde, ist halt eine skurrile Mehrheit. Wollte ich nur mal kurz so sagen. Agi, was sagst du? Minderheit, skurrile Minderheit, meinst du? Nee, die Rechten sind eine skurrile Mehrheit. Okay, ich finde nicht, dass sie die Mehrheit sind, aber gut, ja, egal. Okay, Okay. nein. Ja, Agi, bitte. Also, wie gesagt, du sagst nicht, also du findest, man sollte, also du hast vorhin gesagt, du sagst nicht, was ich besser machen soll, aber jetzt sagst du, von den Leuten sollte man sich zu distanzieren. Also Ken the Brain ist hier, Ken the Brain ist hier gerade im Chat. Soll ich den jetzt hier bannen oder was ist deine genaue Forderung? Nein, nein, was du machst, ist mir egal. Ich habe nur gesagt, was wir hier machen. Wir distanzieren uns von solchen Leuten. Und wir wollen mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Und wenn er hier im Chat auftaucht, dann bin ich rechts. Oder was ist dann die Frage? Was ist dann Nein, deine gesagt. Schlussfolgerung? Nein, Nein, nein. ich frage nur. Du sagst, man solle sich von solchen Leuten distanzieren. Die Frage ist, wie distanziert man sich solche Leute, wenn solche Leute, wenn das, was solche Leute machen, ist, einfach nur im Twitch-Chat aufzutauchen? Ich weiß nicht, wie du dich davon distanzierst. Ich sage es noch einmal, für mich ist das ist deine Sache, das musst du wissen. Ich bin eine Person, ich sage, ich will solche Leute nicht bei mir haben, dass sie sich für Linke ausgeben. Das halte ich nicht für richtig. Wenn sie da sind und sagen, dass sie Rechte sind, habe ich kein Problem, weil dann stimmt das, dann ist das keine Lüge und dann sage ich einfach, okay, cool. Zumindest sind sie ehrlich, damit kann ich leben. Ja? Womit ich nicht klarkomme, ist, wenn man mir anfängt zu erzählen, dass die links sind. Und du bist einer, der mir angefangen hat zu erzählen, dass diese Leute links sind. Also Und ich da habe. stehe ich dann da, und, zum Beispiel bei Tyler, hast du mir erzählt, dass der links ist. Und ich bin da gestanden und habe mir einfach gedacht, so sag,
So, willst du mich verarschen oder weißt du es nicht besser? Oder was ist der Punkt so? So, ich stehe dann da und verstehe nicht ganz, was du abziehst, weil ich mir denke, komm, es ist fucking offensichtlich so. Ja? Und okay, das ist jetzt, warte, Erwin, warte bitte, das ist jetzt deine Wahrnehmung. Für dich ist es sehr offensichtlich und du bist fast sozusagen ein bisschen empört davon, dass Agi dann einfach trotzdem sagt, er ist aber links. Und jetzt ist sozusagen die Frage, Agi, wie geht's dir denn mit den Aussagen von den Leuten in deiner Community, wenn die dann sagen, dass die links sind, aber sich gleichzeitig eben meinetwegen rassistisch oder frauen- oder fremdenfeindlich äußern? Was denkst du darüber? Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll, denn welche Aus... Also lassen wir Tyler mal in Ruhe, Moment. Nein, ich wüsste auch gerne, was du darüber denkst. Das würde mich interessieren. Wie gesagt, nehmen wir mal nicht Tyler, den wir kennen. Kennen es hier gerade im Chat. Weil der war ja auch Mod bei dir. Hat deinen ganzen Server hochgezogen. Über den würde ich auch noch gerne reden. Aber mich würde schon interessieren, was du über ihn denkst. Bei mir hast du erzählt, du hast erzählt, dass der links ist, in der letzten Reaction auf mich. Warte, ja, ich habe ihn immer als Linken wahrgenommen und auch, wenn er den Server jetzt beendet hat, bin ich ihm trotzdem dankbar, dass er zumindest versucht hat, die Community zu unterstützen. Also da, ja, und ja, du. Was bedeutet für dich denn links? Na, er war für eine linke Wirtschaftspolitik vor allem. Also das ist eine Community, die sich vor allem über Wirtschaftspolitik definiert. Das ist der Kern. Wirtschaftspolitik und Friedenspolitik. Das, also Wirtschaft, glaube ich, wichtigste, dass man da einen Konsens hat. Aber und dann zweites direkt dahinter Friedenspolitik. Das sind die zwei Sachen, wo wir Common Ground finden sollten, wenn man quasi zu dieser Community hier gehört. Aber wenn der jetzt irgendwie misogyn dann ist dir das egal. Nee, dann ist mir das natürlich nicht egal. Dann kritisiere ich das. Der rechte Weg schreibt gerade, du kannst ruhig ehrlich sein, ich bin nicht mehr Teil deiner Community. Wie gesagt, ich dachte, du wolltest in Ruhe gelassen werden, da dein Account jetzt weg ist, aber gut, dann. Richtig aus, ja, Agi, sag einfach, was du denkst. Du für dich ist der Fokus linke Wirtschafts- und Friedenspolitik, das sind ja sehr strukturelle Inhalte, da geht es dann um konkrete Gesetzesvorhaben, da geht es um ganz konkrete politische Strategien und wie man Massen bewegt und so weiter. Aber jetzt hast du halt eben so eine Mikroöffentlichkeit mit einem Discord und einem Stream, in dem halt bestimmte Personen auftreten, die sagen, hier, ich bin für linke Wirtschafts- und Friedenspolitik, ich bin auf deiner Seite, aber irgendwie so Frauen vergewaltigen Männer, um sich von ihnen Kinder zu erschleichen oder Ausländer stören unsere Sozialpolitik. Ja, was machst du dann? Wie geht's dir damit? Ja, was heißt, wie geht's? Also solche Aussagen, die hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob die wer getätigt hat, aber du hast beispielsweise einen Kommentar von Tyler rausgesucht, wo er für sich so eine MGTOW-Bewegung ausgesprochen hat und ich weiß nicht mal, was das ist. Also das scheint irgend so was aus dem amerikanischen Kulturkampf zu sein und das... Aber du kannst nicht sagen, du weißt nicht, was das ist, weil in der Reaction habe ich ja gezeigt, was das ist. Jetzt weißt du ja, was das ist. Ja, du hast eine kurze Definition gezeigt und ich glaube, Kern der Bewegung war, dass Männer ihren eigenen Weg gehen sollen. Also wie gesagt, irgend so komisches amerikanisches Kulturkampfding, wo ich wirklich gar kein Interesse habe, mich tiefergehend mit zu beschäftigen. Was mich wirklich gar nicht tiefergehend interessiert. Ich möchte damit bitte nicht behelligt werden. Das ist das Einzige, was ich will. Ich möchte davor nur meine Ruhe haben vor diesem Kulturkampf-Unsinn. Okay, jetzt muss man natürlich sagen, du hast ja sozusagen deinen eigenen Discord dementsprechend. Also du hast zwar diesen Themenschwerpunkt gesetzt, Wirtschafts- und Friedenspolitik, hast aber jetzt auf dem Discord vielleicht nicht die Regeln gesetzt, dass andere Themen dementsprechend bitte in den Hintergrund treten sollen und dass es darum gehen soll. Ja, weil es gibt andere Leute, die Discords aufmachen und die sagen dann, ich habe hier einen Themenschwerpunkt und alles andere, wenn man damit sozusagen spammt oder andere Leute damit denen zu nahe tritt, dann kann man einfach woanders hingehen, weil es gibt ja genug Spam-Discorde, ja. Das heißt, also an der Stelle ist der Vorwurf auf jeden Fall der Fahrlässigkeit gegeben, wobei man sagen kann, du hast es vielleicht nicht geahnt, was du dich da einlässt, ja, und das eben irgendwie rückwirkend wirst du dafür verantwortlich gemacht, dass unter deinem Namen eben solche Screenshots überhaupt entstehen konnten. Frage ist sozusagen, wenn du jetzt eben mitkriegst, dass jemand frauen- oder fremdenfeindlich ist in deiner Community, jetzt vielleicht auch in deinem Twitch-Chat,
Reagierst du darauf moderierend oder ignorierst du das, weil du denkst, das gehört eh nicht zum Thema? Oder was machst du? Also, weil am Ende ist es halt das, und ich verstehe, dass du sagst, es ist Kulturkampf, aber es geht ja nicht nur um Kultur. Es geht ja tatsächlich um echte menschliche Körper, die dann entweder ihr Leben in Sicherheit leben oder halt eben Gefahren ausgesetzt werden, wie eben einer neu aufkommenden Deportationskultur durch die AfD. Oder eben Frauen, die dann den Rechte entzogen werden, die sie sich in den letzten 60 Jahren mühselig und unter, also, ne, schwerster gewaltvoller Verfolgung irgendwie erkämpft haben. Das ist dir ja bewusst. Du kennst die Geschichte. Na gut, aber das müssen wir Darf jetzt ich nicht bitte darauf durchkauen. Ich meine, antworten? das ist jetzt, Darf ich darauf ja, bitte gerne. antworten? Es geht mir nur darum, wie Wenn willst du du damit etwas Frauen umgehen, oder wenn das passiert? Fremdenfeindliches hier im Chat auftaucht und ich das sehe? Ich sehe ja auch nicht immer den gesamten Chat. Jetzt achte ich gerade ein bisschen drauf. Auch damit zu so höflich bleiben, aber wenn da was auftaucht, dann lösche ich das natürlich. Also selbstverständlich. Hm. Was sollte ich denn sonst machen? Und bei So, bei den dem Discord war es halt eigentlich ein Fauxpas. da war ich nie da. Wie gesagt, da waren die Mods für zuständig. Also ich habe auch manchmal was gelöscht und ja, dann hat Erwin beispielsweise in seinem Stream so eine Werbung der jungen Alternativen gezeigt, die irgendwer gepostet hatte. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Serverregeln gewesen. Das hätte man melden können und dann hätten die Mods das sofort gelöscht. Aber anstatt das bei den Mods zu melden, hat Erwin das dann groß in seinem Stream gezeigt und guck mal, wie rechts dieser Discord hier ist. Also, da frage ich mich auch, was Ich das habe das soll. nicht gezeigt. Ich habe das nicht gezeigt, um zu zeigen, wie rechts dieser Discord ist, sondern ich habe das gezeigt, dass da Dinge aus der Kontrolle laufen und die Rechten dort machen können, was sie wollen. Und dass es einfach dort keine Kontrolle für Rechte gibt. Das wollte ich zeigen. Und natürlich zeige ich das dann als Beispiel. Ja? Und das habe ich gefunden. Ich war irgendwie, Gott weiß, was man dort noch alles hätte finden können. Das habe ich wirklich buchstäblich nach einer Minute gefunden und habe einfach gesagt, hey, das ist, was es ist. Ja? Und Warum hast du es nicht gemeldet? Also es gab doch eine Meldefunktion des warum soll ich es Serverinternen. melden? Damit es gelöscht wird, weil das gegen die Serverregeln verstößt. Das hätte dort nicht gepostet werden dürfen. Dafür sind Mods da, die können das gerne machen. Ich bin einfach da und schaue mir an, was bei euch passiert. Okay, mache eine Bestandsaufnahme und ich sage, was Rechte bei euch auf dem Server machen, ist jenseits von Gut und Böse. Nun nehme ich dieses Ganze als Beispiel, um es zu zeigen, damit die Leute sehen können, wovon ich rede, weil sonst sagen die Leute Bullshit. Das existiert ja gar nicht, was du redest. Also, wenn ich es melde und es dann weg ist, dann kann ich es ja nicht mehr zeigen und sagen, hey, schau, was abgeht. Verstehst du? Vielleicht können wir auf einen anderen Punkt kommen, weil ich denke, mit dem Discord kommen wir nicht weiter. Ich habe das so verstanden, dass Das ergibt ja einfach, keinen Sinn. genau, Agi hat sich nicht drum gekümmert. Wir belassen es einfach dabei, oder? Ja, ich weiß auch nicht, ob wir jemals wieder sowas aufziehen. Ich habe jetzt in meinem, ich habe jetzt in meiner Video- und Kanalbeschreibung einen anderen Discord verlinkt, der besser moderiert ist, als es der von meiner Community war. Und ich hoffe, das läuft besser, aber ob es jemals wieder einen Agitator-Discord geben wird, weiß ich gar nicht. Man muss hier auch überlegen, es ist wichtig dazu zu sagen, dass Tyler zum Beispiel, wenn man irgendwie so feministische Sachen geschrieben hat oder so, dann hat er das alles gelöscht. Also der hat da sehr, sehr viel gelöscht. Der war sehr viel unterwegs und hat wirklich bei Leuten, die dort irgendetwas geredet haben, was auch nur annähernd links war, hat er einfach gebannt, getimeoutet, gelöscht und so weiter und so fort. Erwin, Ja, da gibt es genug Berichte, warte bitte, da gibt es genug Berichte von Leuten, die dort waren, die das gesagt haben. Diese Sachen, wie zum Beispiel JH-Werbung, das hat er nicht gelöscht. Und da muss ich weil er mich es nicht schon gesehen hinstellen. hat. Und damals war ja überhaupt die Auseinandersetzung, ist er jetzt links oder nicht? Ich habe dich damals noch gewarnt, habe ich zu dir gesagt, ich glaube, da haben wir sogar privat darüber geredet, weiß ich jetzt nicht mehr. Habe ich zu dir gesagt, hey, pass darauf auf, weil der Typ ist ein Rechter und du lässt ihn jetzt deinen ganzen Server aufbauen. Und der Server, den du hast aufbauen lassen, ist einfach, ja, wird einfach ein Einfallstor für Rechte sein. Und da, genau das ist passiert. Es war ein Einfallstor für Rechte, wo dann Angerverse draufgekommen ist und die ganzen Linken rausgemobbt wurden. Lexi wurde rausgemobbt, Quassel ist gegangen, die ganzen Leute von uns, Antineoliberalismus, die sind alle verschwunden. Die ganzen Linken wurden rausgehaut. Und dann hast du gesagt am Ende, ja, das ist ja typisch, weil die Linken sind nicht diskursfähig. Und Oh, das das ist ist ein das, wo hartes ich sage, Zitat. Wo habe ich das das ist das, gesagt? wo ich. Das hast du in der letzten Reaction gesagt. Das ist, wo ich auf dich reagiert habe, vorgestern oder gestern.
Das hast du darin gesagt, ja, schau, und die Linken sind einfach nicht diskursfähig, deswegen gehen sie vom Server. Und das ist absurd, weil da waren Leute, die haben Leute beleidigt, da waren Leute, die haben gegen Leute gehetzt und wenn sie sich gewehrt haben, wurden sie getimeoutet, gemutet und die haben dann irgendwann gesagt, okay, das macht keinen Sinn, das ist absolut scheiße. Und dann sind sie weggegangen und du gibst die ganze Schuld daran einfach den Linken. Und das ist absurd. Und das, da muss ich schon, für mich sieht es dann so aus, als würdest du auf der Seite der Rechten stehen, eindeutig. Nee, also, verstehst dass du in diese Discord-Geschichte auch so viel reininterpretierst, also für mich war dieser Server einfach nur so ein, ja, Vehikel, wo die Community sich engagiert, wo man sich bitte austauschen kann und wo, ja, wo man sich ein bisschen connecten kann und kein, die Rechten können das groß übernehmen. Also, diesen ganzen Discord-Geschichten sind mir wirklich, wirklich zuwider. Also, das, ja. Es geht auch nicht um Discord, es ist einfach nur ein Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel auch bei mir deinen Chat eingeblendet, weil ich es super interessant finde, dass man lesen kann, was zum Beispiel in deinen Chat geschrieben hat. Ich habe denen schon dreimal gesagt, dass er freundlich sein soll. Wird also. Und wer das schreibt. Ja. Man hat es geht nicht darum, ob es freundlich ist, sondern es ist einfach, welche Positionen die Leute ungefähr verteilen. Ja. Man hat gerade nicht gehört, was du gesagt hast in den letzten 10 Sekunden. Mein Internet ist abgekackt. Warte kurz. Jetzt hört man dich wieder. Jetzt ist wieder da. Du kannst weiterreden. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Jetzt ist wieder warte, da. Kann warte, warte, hören. Warte kurz. Es ist noch immer. Ich habe Verbindungsprobleme. Ich habe Verbindungsprobleme. Sekunde. Okay. Man hört dich. Man hört dich. Ja. Man hat dich nur eben bleib für 10 Sekunden. Ja, Moment, aber ich verliere. Sekunde. Ja. Eieiei. Moment. Ach, die Blazy aus. Ja, ich würde, gut, dann würde, damit das jetzt nicht zu lange unterbrochen wird, da würde ich sagen, was ist denn Schlimmes in meinem Chat? Also, ich sehe hier gerade ganz viele Leute, die hier reinschreiben. Ich habe mehr Zuschauer als sonst, was logisch ist bei so einem Talk. Und ich hatte schon mehrfach gesagt, dass die freundlich sein sollen, auch dass sie freundlich zu Seller sein wollen. Da haben sich ja einige ziemlich auf den eingeschossen. Also ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Ich habe ja auch sehr viele Mods, die alles moderieren. Also hier ist alles chillig, schreibt gerade einer. Ich weiß nicht, was in meinem Chat falsch sein soll. Also. An deinem Chat ist nichts falsch. Du hast es hier falsch verstanden. An deinem Chat ist nichts falsch. Ich sage nur, dass man in deinem Chat ganz klar sehen kann, in welche Richtung gedrückt wird, wer dort sich aufhält, aus welchen Communities und welche Interessen sie haben. Das kann man alles rauslesen, das ist alles. Ja, da wird zum Beispiel in jede dritte Nachricht wird einfach gegen Linke gehetzt. Ist okay, nicht gegen kann man Linke. Machen. Es ist gegen du. Dich. Nicht gegen, nein, Linke gegen gerade, Linke. Sondern gegen dich. Jeder kann es nachlesen. Ich kann gerne zurückscrollen, wenn du möchtest. Ich kann auch Suchfunktion nach Linken machen. Da wird einfach ganz normal gesprochen und ganz einfach gesagt, irgendwie, ja, Linke sind so, scheiß auf Linke, 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 Linke. Ja, ich kenne die ganzen Leute, die hier bei dir im Chat sind. Alles gut. Bevor wir jetzt über den Chat reden, weil das sind ja irgendwie auch einfach, ihr wisst, ne, das Internet und so. Ich finde, es gibt noch einen Punkt, der passt dazu, finde ich, ganz gut. Also ein Vorwurf sozusagen ist dieser Ausspruch, es gibt geisteskranke und bösartige Linke, aber gibt es auch geisteskranke und bösartige Rechte? Also ist das sozusagen die gleiche moralische Art, wie du da bewertest und abwertest, Agi? Weil ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Kernaussage, die so kritisiert wird an eben deiner Agitation. Also diese sehr harte Wortwahl, die ich in Bezug auf einige Personen getroffen habe und wo ich auch niemals alle Linken einbezogen habe oder auch nicht den Großteil der Linken, sondern ich meine da wirklich ganz bestimmte Leute, die ich damit bezeichnet habe. Wenn jemand wie ein Neidhahn beispielsweise andere Leute versucht, als Rechtsradikale, als Rechtspopulisten, als was auch immer darzustellen, um sie dann aus dem Diskurs auszuschließen, um ihm ihre Kanäle wegzunehmen, wenn er sich freut, dass andere Leute demonetarisiert werden, beispielsweise, dann hat man entweder sehr, sehr schlechte Charaktereigenschaften, das kann man jetzt unter dem Wort bösartig subsumieren, oder man könnte jetzt freundlich sagen, dem geht psychisch nicht so ganz gut, der weiß nicht, was er tut. Also dann zugespitzt, geisteskrank und bösartig. Daher dieser Frame. Das heißt,
Das heißt jetzt, das habe ich wie gesagt nur ganz bestimmte Leute mit bezeichnet. Ein Naitan, ein Dara, ein Karl, ein Alerta, ein Dave, ein Kircho, also solche Leute meine ich damit. Und natürlich gibt es so etwas auch auf der rechten Seite. Also das würde ich auch gar nicht anders sehen. Also natürlich gibt es das auch in beiden politischen Lagern. Aber wie gesagt, das sind alles nur bestimmte. Mich würde interessieren, welche Art sozusagen von rechter Agitation fällt dir spontan ein von rechten Akteuren? Folgst du denen auch so wie den Linken? Oder ist es ist ja eine typische Sache von Linken, immer diese innerlinke Kritik zu betreiben, ne? Ich finde, da muss man aufpassen, ne, mit der Wortwahl. Aber verfolgst du die Debatten der Rechten, eben zum Beispiel die Leute vom Angerverse, die ja bei dir auch auf dem Discord-Server waren, die Art, wie sie mit Leuten umgehen, auch und ja, schätzt sie dann, ich sag mal, mit starken Worten ein oder machst du das eigentlich nicht? Nee, ich habe das gar nicht verfolgt. Mir haben in den letzten Tagen einige Leute Privatnachrichten geschickt, also nicht nur in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, was für böse Leute das vom Angerverse alles sind. Und der Großteil davon bezog sich auf einen alten Streit, den das Angerverse und die Angry Captains oder die Überbleibsel der Angry Captains hatten. Und das ist ein alter rechter Streit von vor ein paar Jahren, wo ja man irgendwie versucht wird, reinzuziehen. Also das möchte ich jetzt auch gar nicht kommentieren, weil dann wieder 10 Leute ankommen und einem, also ja, von der einen Seite dann schicken sie einem Screenshot, sie warnten einen dann vom Angerverse, die anderen, das Angerverse warnt einen dann von den Angry Captains, sagen, wie böse die anderen sind, und da kommen alle möglichen Vorwürfe, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Aber es gibt tatsächlich einen Vorwurf, den ich valide finde und was ich wirklich bösartig finde, den zu erheben. Die haben den guten Outlaw in die Nähe von Pädophilie gerückt. Also konkret hatte einer von denen geschrieben, dieses Bild hat schon Pädowatz als Outlaw im Hintergrundbild so ein Anime-Mädchen verwendet hatte, das finde ich wirklich widerlich, sowas zu behaupten. Also das ist jetzt aber das Einzige, aber ich bin auch nicht in diesem Discord-Game drin, das war alles vollkommen neu für mich, und ich, also sollte es jemals wieder einen Agitator-Server geben, dann werden wir uns nie wieder mit solchen innerrechten wir werden uns nie wieder mit irgendwelchen Beefs von anderen Communities auseinandersetzen. Also wir werden, andere Streitigkeiten nicht auf unserem Discord-Server austragen lassen. Ja, das ist natürlich wirklich Zeit- und Raumverschwendung, ne? Also das sollte man wirklich auch nicht zulassen, das meine ich ja. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass du nicht gecheckt hast, was das mit dem Discord bedeutet, und dass du dir das hast aus der Hand nehmen lassen. Den Vorwurf der Fahrlässigkeit und Verantwortungslosigkeit musst du dir da halt gefallen lassen. Jetzt ist der Discord tot. Du kannst ja mal schauen, wohin die Reise geht. Aber ich denke, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ich glaube, das ist auch nicht das Problem. Also ich glaube, das ist nicht das Problem. So, ich will dir nicht vorschreiben, wen du in deinem Chat hast oder wen du auf deinem Discord hast. Du kannst haben, wen du willst. Ich sage nur, dass je nachdem, wen du dort hast, werde ich verschiedene Schlüsse daraus ziehen, und genauso werden die Leute da draußen verschiedene Schlüsse ziehen. Und das ist grundsätzlich kein Problem, weil jeder kann Schlüsse ziehen. Nur die Sache ist, dass das halt negativ auf das BSW zurückfallen wird. Das muss man verstehen, weil du dich als deren Vorfeld bezeichnest. Das ist halt alles. Mhm. Aber du kannst gerne so weitermachen, wie du machst. Du kannst von mir aus kannst du nur mit Rechtsextremen abhängen. Das ist deine freie Wahl. Du bist ein freier Mensch. Also ich stehe dir nicht im Weg. Na, erstmal habe ich ja nichts mit dem BSW zu tun. Ich bin lediglich ein BSW-Sympathisant von außerhalb der Partei, und man kann das jetzt umgangssprachlich als Vorfeld bezeichnen. Aber sprachlich korrekt ist es ja Sympathisant außerhalb der Partei. Also damit hat die Partei ja überhaupt nichts zu tun. Und von mir jetzt dieselben Ansprüche an Diskurs, an Austausch zu fordern, wie, keine Ahnung, von einem Politiker, der in Talkshows eingeladen wird, das finde ich dann schon etwas absurd. Nehmen wir mal ich glaube jetzt, irgendwelche Chatter zu diskutieren, die kein Mensch kennt, das ist jetzt ein bisschen müßig. Nehmen wir mal die Gespräche mit Rechten. Findest du, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe? Boah, nein, im Großen und Ganzen nein. Weil das war ja irgendwie auch so oft der Vorwurf, so dass ich was dagegen habe, dass du mit Rechten redest. Habe ich überhaupt nicht. Ich habe ja auch mit Rechten geredet, würde ich wieder machen, also das stört mich überhaupt nicht. Du kannst mit Rechten reden, so viel du willst. Überhaupt kein Problem damit. Es ist nur, ich habe das Gefühl, wie ich schon gesagt habe, es gibt
Bei Rechten gibt es diese Strategien, ja. Die kommen einfach, ich kenne das ja, weil ich ja das ja erlebt habe. Ich habe das ja alles studiert über eine sehr lange Zeit. Die kommen in deinen Chat und dann fangen sie an, sich mit dir zu solidarisieren. Tun so, als wären sie gar nicht rechts, tun so, als gäbe es gar kein Rechts. Jedes Mal, wenn du irgendwas sagst, sagen sie so, ja, genau, alles Rechte. Ah, Leute, habt ihr gehört, wir sind alle Nazis. So, aber in Wirklichkeit, wenn du dich dann damit beschäftigst, was sie in anderen Chats schreiben, was sie auf ihren Discord-Servern schreiben, was sie in Voice-Talks nachts, wenn sie betrunken sind, reden, hin und her, kommst du drauf, dass das sehr viele Leute sind dabei, die fucking crazy rechts sind. Also wir reden hier nicht von rechts im Sinne von, keine Ahnung, ich feiere ja gerne Weihnachten so rechts, so wie so Traditionalist, das ist nicht das Problem, sondern wir reden hier von Leuten, die ohne Ende rassistisch sind, die komplett einfach so, keine Ahnung, ich will nicht sagen, sich dem Führer zurückwünschen, aber wirklich nah dran, also die fucking rechts sind. Und diese Leute siehst du dann am nächsten Tag in den ganzen Chats und in den ganzen Dings, die dann wieder beteuern, dass sie ja nicht rechts sind. Dass sie ja, weißt du, wie viel davon wir schon gesehen haben, wie viel davon wir schon dokumentiert haben? Wir haben da praktisch ein Jahr lang beobachtet, was die da tun. Du kannst die Mods fragen, wir haben uns das alles angeschaut und wie die operieren. Und diese Leute sind einfach pure Doppelmoral. Also die gehen zu dir in den Stream, jetzt, ich sehe viele von denen auch bei dir im Stream, die jetzt im Chat, die tun dann so, als wären sie normal, als wären sie eigentlich für Meinungsfreiheit, eigentlich für Demokratie, als wären sie eigentlich für dies und das. Aber wenn du dir dann anschaust, was sie an anderen Stellen reden, kommt ja das Kotzen, Alter. Ja, und ich wollte dich nur warnen davor. Du kannst natürlich sie da haben oder nicht dabei haben, du kannst da machen, was du willst bei denen, aber ja, ich warne dich nur, dass mit wem du dich umgibst, das wird dir nicht gut tun. Weder in der Außenwahrnehmung noch wem du damit nützen wirst. Das ist alles, was ich sage. Das gleiche Argument hast du ja beim, also dass du mit Rechten redest, das ist laut dir kein Problem, das ist gut. Dein anderes Problem war ja, dass ich mich angeblich in bestimmten Bereichen auf Seiten der Rechten positionieren würde, beispielsweise als ich das Verbot von Kompakt kritisiert habe. Da habe ich gesagt, also ich habe gesagt, ich kenne Kompakt nicht, ich weiß nicht, was die so schreiben, ich habe da nie drin gelesen, also ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, aber dass eine Innenministerin erstmal Zeitungen verbietet, das sollte grundsätzlich nicht gehen. Also völlig egal, was da jetzt im Kompakt grundsätzlich drin stand, wenn da jetzt nicht drin stand, Leute bunkert Sprengstoff und überfallt morgen den Reichstag, sondern alles darunter, würde ich sagen, fällt halt unter Meinungsfreiheit. Und Das handelt sich nicht um eine Zeitung. Ich denke, es ist ein Magazin. Aber ich denke, das macht rechtlich sozusagen einen Unterschied. Ganz sicher bin ich mir aber gerade nicht. Nur mal nebenbei. Ja, auf jeden Fall hast du dann gesagt, ich würde rechten Unsinn reden und Rechte verteidigen. Wie meinst du das konkret? Was meinst du, in welchem Punkt? Beim Kompaktverbot, wo ich mich dagegen ausgesprochen hatte, wo ich sagte, eine Innenministerin sollte keine Zeitschriften verbieten können, ja, also völlig egal, welche politische Ideologie sie anhängt. Darüber haben wir doch schon diskutiert einmal. Also wir haben letztes Mal schon darüber ein Gespräch geführt, wo das alles passiert ist. Und ich habe ja schon damals gesagt, dass man, was dieses Magazin macht, nicht davon trennen kann, ob es verboten wird oder nicht, weil das wird verboten genau deswegen, was es macht. Und deswegen ist es wichtig, sich das anzuschauen, damit man beurteilen kann, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Jetzt ist seitdem sehr viel rausgekommen, was dieses Magazin da veröffentlicht hat oder nicht veröffentlicht hat, was das Magazin, sage ich mal, von sich gegeben hat, was dazu geführt hat, das haben verschiedene Influencer, Journalisten und verschiedene Leute aufgearbeitet und aufgezeigt. Und ich finde ein Verbot von der Richtung, weil ich diese Leute als Gegner sehe, finde ich gerechtfertigt. Und auch wenn Linke so etwas geredet hätten, würde ich das für gerechtfertigt sehen. Wenn es irgendwo Linke gäbe, wenn es eine Zeitung gäbe, die irgendwie davon von einem Umsturz redet, oder wie, ich glaube, sie haben, war das Wort Umsturz? Oder wie war das Wort? Es war Umsturz, glaube ich, das Wort. Und wenn Linke davon reden würden, und dann würde man diese Linken sperren, würde ich das begrüßen, würde ich sagen, ja, na selbstverständlich. Ja, du kannst ja nicht in einer Demokratie einfach so
ein Medium schaffen, das vom Umsturz spricht und dafür sozusagen, naja, wirbt oder beziehungsweise das gutheißt. Das geht nicht, das überschreitet die Demokratie. Ja? Und aus diesem Grund würde ich das da beschränken. Da würde ich tatsächlich an der Stelle sagen, dass das nicht gut ist. Und da kommt man immer zu, Demokratie muss das aushalten. Muss sie nicht. Nein, muss sie nicht. Es gibt einfach eine Grenze. Ja? Und da geht es nicht mehr um Meinungsfreiheit hier, weil Meinungsfreiheit wird missbraucht in dem Fall. Ja? Wenn ich komme und mich auf die Meinungsfreiheit beziehe, aber etwas vielleicht will, was die Meinungsfreiheit auf lange Sicht behindert, dann versuche ich zu tricksen. Und diese Tricks zu durchschauen und zu sagen, nein, nicht mit uns, ist die Aufgabe eben des Verfassungsschutzes und dieser Leute, die das dann, des Innenministeriums, die das dann verboten haben. Ja. Ja, und mittlerweile hat ist ja klar, wer hier seine Grenzen überschritten hat, nämlich Nancy Faeser, also die Innenministerin. Beziehungsweise das Innenministerium, ist ja egal, wie man das jetzt er sagt, auf jeden Fall hat das Innenministerium seine Grenzen überschritten. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Kompaktverbot vorläufig aufgehoben. Ja gut, aufgehoben, diskutieren wir jetzt nicht darüber. Doch. Das ist finde ich sehr relevant. Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Also offensichtlich muss eine Demokratie so etwas, zumindest vorläufig, wir müssen noch das Hauptsacheverfahren abwarten, wie es dann ausgeht, aber dass das Verfahren offen ist, zeigt doch, dass die Sache gar nicht so eindeutig ist, wie du sie dargestellt hast. Also offensichtlich gibt es gute juristische Gründe, dass eine Demokratie so etwas aushalten muss. Ja, kein Problem. Und deswegen, so, ja, das ist deine Ansicht und das ist alles in Ordnung. Ne? Wir können da jetzt irgendwie unterschiedliche Ansichten haben, alles kein Problem, aber das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema an dieser Stelle ist, wenn du dich hinstellst und die Rechten, ja, die haben ja diese Zeitung ist ja nicht links, die agitiert ja für Rechte. Ne? Und als solche für Rechte agitierende, und die ist als rechtsextrem eingestuft, als solche Agitationsmaschine, ist sie gegen Linke. Schadet auf Dauer den Linken. Und diese wurde jetzt eingestellt. Und die ganzen Rechten sind aufgestanden und haben gesagt, so von Martin Sellner über Schlomo bis keine Ahnung wohin, absolut jeder Rechte ist aufgestanden und hat gesagt, boah, wir kämpfen hier für Meinungsfreiheit, unglaublich, was Nancy Faeser. Also kurz gesagt, wir sind die Guten und die Regierung ist Diktatur und wir müssen die Diktatur stürzen und bla bla bla. Also dieses normale Narrativ. Wenn du dich an der Stelle hinstellst und sagst, Meinungsfreiheit ist wichtig, Kompaktverbot geht gar nicht, das ist ja Diktatur, Nancy Faeser, bla bla bla, bestätigst du nur die Kampagne, die sie fahren, in der es ihnen in Wahrheit gar nicht um Meinungsfreiheit geht, in denen es ihnen gar nicht um Demokratie geht, sondern in denen es ihnen nur darum geht, dass sie so lange sagen dürfen, was sie sagen wollen, bis sie an der Macht sind. Und dann wird niemand mehr was sagen dürfen. So, ich gehe davon aus. Also das ist, was ich mir da denke. Und deswegen darf man, auch wenn man für Meinungsfreiheit, ich bin ja auch für Meinungsfreiheit, darf man nicht bei dieser rechten Propagandakampagne mitmachen. Also das ist meine Position. Ja. Also du findest, du findest, dass wer sich gegen das Kompaktverbot ausspricht und das mit Meinungsfreiheit begründet und sagt, das Innenministerium dürfe sowas nicht machen, der beteiligt sich an einer rechten Propagandakampagne. Du beteiligst wenn sozusagen das Establishment die Rechten angreift und die Rechten eine Gegenkampagne machen, und du dich daran beteiligst, bist du automatisch in einer Kampagne der einen oder der anderen. Du bist automatisch, du kannst gar nicht außerhalb stehen. Es geht gar nicht. Ja. Du ziehst automatisch mit. Ja. Das heißt, wenn BSW-Politiker auch sowas machen würden, dann würdest du es auch kritisieren? Wenn BSW-Politiker auch sowas, was meinst du? Auch sowas? Ich lese hier mal ein paar Tweets vor. Also da haben sich ja einige BSW-Politiker zum Kompaktverbot. Doch. Lass mich doch mal bitte ausreden. Warte, Moment. Nur kurz klären. Moment, ich glaube dir, dass die BSW-Leute auf der Seite sind. Ich weiß, aber ich habe das gesehen. Ich glaube dir, ich habe auch gesehen, dass Leute vom Jacobin-Magazin das verurteilt haben. Das habe ich alles gesehen. Ja, du brauchst mir das nicht vorlesen. Ich glaube dir das. Ja, aber ich finde es trotzdem falsch. Das ändert nichts daran. Fertig. Du hast gerade gesagt, ich würde als jemand, der nicht in der Partei ist, jemand, der mit dem BSW absolut nichts zu tun hat, der Partei dadurch schaden, dass ich mich dagegen ausspreche. Jetzt will ich dir hier mehrere hochrangige BSW-Politiker vorstellen, die sich dagegen aussprechen. Und also du bist hier offensichtlich nicht auf BSW-Linie. Also das ist hier gerade die Tatsache. Also wie gesagt, wir sind beide außerhalb der Partei. Wir haben mit der Partei beide. Ja, aber was
Also warum wirfst du mir dann vor, der auf Parteilinie ist, dass ich da irgendwie, dass ich irgendwie dem BSW schaden würde? Was soll dieser Vorwurf? Weil ich finde, dass das einfach schadet. Ich finde, das schadet einfach. Und du, auch wenn die BSW da mitmacht, finde ich trotzdem, dass es schadet. Verstehst du? Mir ist es wurscht. Wenn ich denke, dass es schadet, dann denke ich, dass es schadet. Und da ist wurscht, ob die BSW mitmacht, du mitmachst, ich mitmache oder sonst wer. Ja. Warte mal ganz kurz. Ich denke, das ist jetzt gerade ein Punkt, an dem wir nicht weiterkommen können. Ihr seid beide nicht Mitglied der Partei. Die BSW-Linie, die jetzt benannt worden ist, ist im Grunde noch gar nicht so klar, wie es jetzt irgendwie hier den Anschein macht. Das ist immer noch eine Partei, die gerade erst gegründet worden ist, völlig im Aufbau. Wir projizieren da ganz viele sozusagen Hast eigene... Hast du mich? Barbara, Hallo? Du hattest eine Unterbrechung. Ja? Du hattest eine Unterbrechung okay. Kurz. Kannst du nochmal sagen, was du anfangen von vorne? Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Ich habe es nicht mal mitgekriegt, dass ich eine Unterbrechung hatte. Hört ihr mich jetzt gut? Ja, alles gut. Okay. Also meine Kritik sozusagen an dem Punkt des Diskurses, an dem wir angekommen sind, ist, wir kennen die BSW-Linie nicht, weil es die noch nicht gibt. Es ist eine junge Partei, sie ist gerade erst gegründet worden. Es ist noch gar nicht sozusagen vollkommen klar, wohin die Reise geht. Das ist im Aufbau und es ist auch völlig in Ordnung, dass die Menschen... Also es ist einfach eine Projektionsfläche jetzt sozusagen für vielleicht verlorene Altlinke, neu orientierte Kommunistinnen und was weiß ich, ja. Ihr seid beide keine Mitglieder der Partei, deswegen ist es mehr oder weniger auch vielleicht unnötig, darüber zu diskutieren, wer jetzt schadet und wer jetzt nützt, aber... Das ist doch der zentrale Punkt. Darum geht also, es hier die ganze Zeit. Warte kurz. Dass Erwin jetzt aber die Meinung hat, als Geschmacksurteil möglicherweise anhand von Tatsachen, die er so bewertet, wie er sie eben bewertet, zu sagen, findet, dass deine Agitation eher dem AfD-Framing der BSW zuspielt, als dass es jetzt der BSW nützt. Selbst wenn Politikerinnen aus der BSW sagen, das Kompaktverbot ist so nicht rechtens, weil das Innenministerium, du weißt, wie es ist, können einfach formelle Fehler sein. Es geht vielleicht gar nicht um den Inhalt. Wir wissen es ja nicht mal, oder weißt du es? Doch, ich habe, ja. Es gab so eine kurze Zusammenfassung der, oder ich weiß nicht, ob es eine Zusammenfassung der Urteilsbegründung war, auf jeden Fall unter der Schlagzeile beim Bundesverwaltungsgericht ist mittlerweile alles verlinkt, da war der Grund, formell war das Kompaktverbot korrekt, aber der Ausgang des Verfahrens ist offen, da sich die Frage der Verhältnismäßigkeit hier stellt. Du kannst Publikationen, selbst wenn da einzelne antidemokratische Inhalte vertreten werden, nicht deswegen verbieten. Du musst wirklich nachweisen, dass das Verhältnis, also dass dieses Mittel des Verbots, was ein sehr hartes Mittel ist, was wirklich ein Angriff auf Artikel 5, die Pressefreiheit ist, da musst du nachweisen, dass da der Schutz unserer Demokratie vor diesem konkreten Publikationsorgan jetzt höher wiegt als die Pressefreiheit. Und dafür musst du wirklich aggressiv kämpferische Beiträge gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in einer ausreichenden Menge und ich weiß jetzt nicht, wie man das juristisch okay. korrekt ausdrückt. Aber auf jeden Fall, das musst du finden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist mehr als fraglich, ob das am Ende so ist. Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Das heißt, so eindeutig, wie von Nancy Faeser dargestellt, beziehungsweise wie vom Innenministerium dargestellt, ist es eben nicht. Aber Moment, hast du gerade gesagt, dass die BSW-Linie ist, dass das Kompaktverbot korrekt ist, dass das gut so ist, dass es richtig ist, aber halt nicht so einfach? Nee, du hast mir gerade nicht zugehört. Ich habe gesagt, das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot vorläufig aufgehoben. Es gibt noch ein Hauptsacheverfahren. Und die Begründung ist der Ausgang. Nein, das hast du vorher gesagt, meine ich. Aber egal, du hast vorher gesagt, dass das korrekt ist, aber hast du da über das BSW gesprochen? Oder habe ich dich falsch verstanden? Nee, warte mal, ich muss euch mal kurz was sagen. Erstmal, Agitator, bitte sag nicht, du hast mir nicht zugehört. Erwin ist nur hier, um dir jetzt zuzuhören. Es ist einfach eine Unterstellung zu sagen, du hast mir nicht zugehört. Einfach, du hast mich missverstanden oder ich habe das anders gemeint oder so. Also, Agi hat gesagt, es gibt Politikerinnen der BSW, die sind mit dem Urteil des sozusagen Bundesverfassungsgerichts oder was Verwaltungsgerichts, das jetzt gesagt hat, es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die ist gerade hier nicht gegeben. Und es gibt Politikerinnen der BSW, die sagen, richtig, das Verbot war unverhältnismäßig. Ja. Richtig? Das war dein Punkt. So. Nee, das war der Punkt des Bundesverwaltungsgerichtes. Das ist jetzt Juristerei. Das ist jetzt...
Also wie hoch die Meinungs- und Pressefreiheit laut unserer Verfassung zu gewichten ist, wie man es dann politisch bewertet, ist nochmal ein anderer Punkt. Und die Äußerung, ich habe jetzt drei Tweets von, also drei BSW-Politiker, die sich dazu schon geäußert haben, gefunden, und die waren alle relativ eindeutig, die Äußerung. Ich kann die hier auch gerne vortragen. Zeigt mir gerne andere Äußerungen, wenn ihr welche findet, aber ich habe da keine Anderslautenden gefunden, die irgendwie in eine andere Richtung gehen würden. Keiner hat gesagt, ja, Kontaktverbot ist gut, bitte verbietet noch mehr von solchen rechtsradikalen Magazinen. Das hat keiner gesagt. Alles gut, okay. Ich denke mir nur, dass das nicht der Punkt ist. Es kann auch sein, dass das BSW das so sieht und du siehst das so und Jacobin und die Linke und alle sehen das, ich sehe das anders. Nichtsdestotrotz, ich halte das für falsch. Nach allem, was ich über die Rechten weiß und wie ich sie einschätze, halte ich das für falsch. Aber das ist ja auch nicht der Punkt, irgendwie, den ich dir vorwerfe. Ich denke, der Punkt, um den es geht, ist die Außenwirkung. Und ich finde, dass die Außenwirkung katastrophal ist. Wie gesagt, du meiner Meinung nach hast Höcke verteidigt, du hast gesagt, du hast Nein, ihn nicht das verteidigt. Das stimmt doch einfach nicht. Meine Güte, also was soll das? Also Erwin, ich habe dir vorhin gesagt, warum du falsch liegst. Ich habe dir gesagt, worum es mir ging. Das stimmt nicht, was du hier sagst. Warte, ich kann dir nochmal den Punkt wiederholen. Was habe ich gerade gesagt? Habe ich gerade gesagt, dass ich das gesagt habe und dass du gesagt hast, dass du das anders siehst? Habe ich nicht deine Meinung auch mit einbezogen? Wieso schreist du? So, ja, aber dass ich Höcke verteidigt habe, das stimmt so nicht. Das habe ich dir auch vorhin gesagt, worum es... Das habe ich gerade gesagt. Ich habe gesagt, dass du das anders siehst. Habe ich doch gesagt. Was ist los? Agi. Erwin bewertet das, was du sagst und das, was du tust und hat dafür eigene Worte. Du bewertest auch Dinge und hast dafür deine Worte. Das musst du nicht so persönlich nehmen. So, du musst deswegen nicht defensiv werden. Davon hängt jetzt nicht so viel ab. Du kannst es stehen lassen und sagen, es ist einfach nicht wahr. Ich habe das anders gemeint. Ich habe das anders gesagt. Der Punkt Gut. sozusagen, was bei Höcke jetzt war, warte, er hat gesagt, du hast gesagt, es gibt Kampagnen gegen den armen Mann und Erwin hat gesagt, guck mal, Landolf Ladig, es ist alles klar. Erwin hat doch auch einen Grund, warum er das sagt, verstehst du? Du kannst doch nicht einfach behaupten, er hätte keine Gründe, das so zu bewerten. Er hat sie dir doch gegeben. Bitte du hast deine Gründe nicht, auch gemacht. Gehen wir da bitte nicht nochmal von vorne rein. Es geht einfach nur darum, dass ich sage, dass meiner Meinung nach, so wie ich das sehe, und das Interessante ist, ich bin nicht alleine mit meiner Ansicht, sondern wir haben hier auf unserer Seite die ganzen Leute, die jetzt auch sich selber als BSW-Vorfeld sehen würden, jetzt sage ich mal Seller, Outlaw, Quassel, Brotfunk, was weiß ich, also da gibt es eine Masse Leute, die hier sind und die sehen das alle genauso wie ich, okay? Und die sehen das genauso wie ich mit diesem Vorwurf, dass das, was du tust, dass du meiner Meinung nach viel zu sehr bei den Rechten bist, viel zu sehr den Rechten nützlich bist, unserer Meinung nach, und dass du von den Rechten einfach nur ausgenutzt wirst und sie dann auch verteidigst, wenn wir sie angreifen. Jetzt habe ich mit Absicht deinen Chat eingeblendet, weil man sieht in deinem Chat, ich habe jetzt 4 Content Creator gezählt aus der rechtsextremen Bubble. Und die sind einfach da bei dir und ihre Zuschauer sind auch bei dir. Die ganzen Leute, die BSW-Kreatoren, sage ich mal, sind bei mir im Chat. Die ganzen AfD-Kreatoren sind bei dir im Chat. Überlege mal, wo du stehst. So, denke mal kurz darüber nach, das stimmt was nicht. Passiert. Erwin, das stimmt nicht. Outlaw ist doch hier im Chat. Also der hat doch auch BSW gewählt. Und der ist sogar Moderator. Ja, ist schon klar. Also, ja, bei dir ist jeder Moderator, ich weiß. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt an der Stelle ist, nur weil Outlaw da ist, ich rede über die anderen, die da sind. Aber ist ja wurscht. Passt schon. Alles gut. Jeder hat Augen, jeder, der Augen hat, kann es sehen. Deswegen habe ich es eingeblendet. Luigi ist da, Lucy ist da. Das sind doch keine AfDler. Also wie soll das? Und auch wenn hier einige AfDler da wären, weil sie halt in der linken Streit interessiert, was logisch ist. Wenn wir beide uns streiten, dann gucken die Rechten da fröhlich zu, ach Mensch, super, die zerstreiten sich, die beschäftigen sie sich mit uns selbst, statt sich mit ihren Gegnern zu beschäftigen. Also natürlich schauen die dann bei uns zu. Und ja, wenn es in meinem Chat ein höheres Maß an Meinungsfreiheit gibt als in deinem Chat, dann werden sie eher hier sein. Also das mag sein. Das würde ich jetzt wieder deuten als, ich sage dir sehr klare Sachen und du verteidigst wieder und versuchst das zu verharmlosen und zu verschleiern. Kannst du gerne machen, aber so interpretiere ich das. Ja. Alter, ich habe dir gerade genau erzählt, also woran es liegt. Ich habe dir gerade gesagt, woran es liegt. Natürlich sind bei einem Talk sehr viele andere Creator im Chat und natürlich sind auch einige Rechte im Chat und natürlich sind die bei dem im Chat, wo sie nicht sofort gebannt werden, sondern
wo sie halt relativ frei ihre Meinung sagen dürfen. Also was soll ich denn machen? Soll ich, also okay, du gibst mir keine konkreten Ratschläge, aber wäre es für die Außenwirkung besser, wenn ich einfach alle rechten Creator pauschal bannen würde? Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann ich nicht sagen. Bei dir schreibt zum Beispiel gerade Abschiebefuchs, schöner Name, an dieser Stelle, sagt, bei Erwin im Chat wurde ich für die Aussage, ich bin rechts gesperrt. Lustigerweise wusste ich, dass er das abziehen wird und habe einen Screenshot erstellt, ja. Und möchte dir jetzt diesen Screenshot zeigen. Jetzt einfach, reden wir über einzelne Chatter. Was soll das? Was soll das? Ehrlich, nein. Ich möchte dir nur zeigen, was für Spielchen hier gespielt werden. Ja? Er sagt, er ist rechts und dann wurde er gebannt. Ich zeig dir mal was. Pass auf, Einblendung bei mir. Schau kurz meinen Stream an, damit du die Einblendung siehst. Hier ist Abschiebefuchs. Der hat geschrieben von Herzen rechts, nicht vom Herzen, sondern von Herzen rechts. Und ein Tauchersymbol oder beziehungsweise ein White Power Symbol, ja, hat er hier gemacht. Ich glaube nicht, dass er gerade tauchen gegangen ist. Also würde ich dieses Okay-Zeichen ganz klar als White Power deuten. Das ist, warum er gebannt wurde. Aber bei dir stellt er sich da, als wäre er für eine. Bei dir stellt er sich so dar, als wäre er für eine absolut harmlose Aussage gebannt worden. Und das ist das Spielchen, was sie spielen. Das ist das, wo ich sage, ich kenne alle ihre Spielchen. Alter, ich wusste schon vor 20 Minuten, wo er gebannt wurde, dass er das abziehen wird. Ich habe nur darauf gewartet. Er hat sogar Geld dafür gezahlt, dass das vorgelesen wird, wie er einfach nur für Ich bin rechts gesperrt wird. Über White Power sagt er gar nichts, verstehst du? Und das ist das Spiel, was sie spielen. Und du durchschaust dieses Spiel nicht. Aber schön, dass ich es gerade aufzeigen kann. Alles in bester Ordnung. Weiter so. Was heißt, ich durchschaue dieses Spiel nicht, weil hier irgendwer in meinem Chat irgendwas geschrieben hat. Also Chat-Aussagen von anderen Leuten sind erstmal über dass du keine Kontrolle hast. Und ich habe die Aussage gerade gesehen und irgend so komisches Handsymbol, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Also das ganz normal in jeder Tastatur zu finden ist. Das soll jetzt laut dir ein White-Power-Symbol sein. Und wenn du das nicht so interpretierst, dann ist der raus. Also wenn jemand beispielsweise eine 88 im Namen hat, weil er beispielsweise im Jahr 1988 geboren ist, dann muss man den auch sperren, weil 80, das muss ja für Heil Hitler stehen, alles andere geht ja nicht. Also, dass man wirklich alles irgendeinen Nazi-Bezug reininterpretiert oder irgendeinen rechtsradikalen Bezug, das forderst du hier gerade. Ich meine, der Mensch, hast du vergessen, dass der Mensch Abschiebefuchs heißt? Ja, Abschiebungen sind ja etwas, das fordert sogar die SPD. Also, was ist jetzt dein Punkt? Ja, okay. Wahrscheinlich ist er ein Taucher, wahrscheinlich ist er ein Sporttaucher, alles gut. Erwin, ich habe von diesen ganzen vermeintlich rechten Symbolen keine Ahnung. Ich finde es aber ziemlich lächerlich, wenn man irgendwelche normalen Smileys nimmt und da dann überall quasi mit der Lupe versucht, den Nazi zu suchen. Oder man könnte jetzt auch, wenn man davon nicht viel hält, sagen, den Nazi beizuinterpretieren, dann... Also, womit beschäftigen wir uns eigentlich? Also können wir uns Wie findest du den Spruch alles für Deutschland? Findest du den auch in Ordnung? Das war ja eine SA-Parole, deswegen würde ich den nee. Aber oder SS, ich weiß es gar nicht mehr. Hatte ich trotz der ganzen Medienberichterstattung schon wieder vergessen. Aber das ist ja, weil er diese Geschichte hat. Also das Gleiche gilt ja für Slava Ukraini. Das ist ja auch ein Spruch, der für Faschisten, von den Faschisten im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde und seitdem verbrannt ist. Aber mittlerweile im Bundestag von einigen Abgeordneten sogar wiederholt wurde. Also übrigens nicht von AfD-Abgeordneten. Natürlich nicht. Ist ja auch nicht ihre Nation. Ich würde das jetzt gern mal zusammenfassen, weil ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, der relativ offensichtlich ist. Also, Erwins Standpunkt habe ich so verstanden, er argumentiert aus der Position heraus, er hat jetzt die Erfahrungen als Streaming-Creator und eben als linker, sich selbst bezeichnender Agitator eben gemacht, dass die Rechten doppelmoralisch agieren, dass sie also Solidarität heucheln, dass sie ihre Symbole einsetzen, um halt eben einfach Leute abzuholen mit kleinen Sticheleien und Leute abzuwerben. Agi wiederum sagt, dass dieses ganze Virtue Signaling und dieses ganze Publicity-Scheiß so, das juckt ihn gar nicht. Er guckt sich halt eher tatsächlich an, wie jetzt eigentlich politische Verwaltungen auch wirklich Wirtschafts- und Friedenspolitik links möglich machen kann und versucht für diese Themen möglichst einfach eine breite Masse wiederum auf seine Art und Weise zu agitieren. Für ihn ist der freie Diskurs da
sozusagen unantastbar. Und wenn er merkt, dass etwas aus den Fugen gerät, wenn er merkt, dass etwas aus den Fugen gerät, würde er das auch eben ablehnen und sagen, nee, das ist es jetzt nicht. Und an dieser Stelle, denke ich, seid ihr einfach erstmal ja, völlig unterschiedliche Perspektiven. Agi, vielleicht auch einfach, weil du jünger bist als Erwin, weil du dich eben noch nicht so lange mit den rechten Strategien in dem Sinne befasst hast, sondern dir halt erstmal vielleicht jetzt woke Strategien angeguckt hast, die du abgelehnt hast. Und deswegen, ihr guckt sozusagen aus zwei verschiedenen Perspektiven auf meinetwegen jetzt das BSW-Vorfeld und schaut, projiziert halt wahrscheinlich beide, da, was ist jetzt die Möglichkeit, das Potenzial dieser neuen Bewegung? Und deswegen kritisiert jetzt sozusagen Erwin die Agitation von Agi. Und Agi stellt sich halt die Frage aus seiner spezifischen Position heraus, wie kann ich es besser machen? Aber Erwin agitiert ja nicht so wie Agi. Also kann Erwin Agi auch nicht sagen, wie er besser agitieren soll. Das ist die Entwicklung, die Agi selber machen muss. Was, so wie ich das jetzt verstanden habe, Erwin bietet seine Hilfe an, nach wie vor. Ich biete auf jeden Fall die Hilfe an und meine nächste Frage wäre auch gewesen, so, wenn du siehst, dass diese Kritik, die ich äußere, wie ich schon gesagt habe, nicht nur von mir kommt, sondern von sehr vielen Creatoren, die dir eigentlich nahe standen immer, die ich jetzt vorher aufgezählt habe, dann muss ich dich fragen, glaubst du wirklich, dass wir alle nur Scheiße labern oder kannst du dir auch vorstellen, dass da wirklich was dran ist, was wir reden? Oder kommt das für dich gar nicht in Frage? Also wir haben ja beispielsweise einen Discord-Server mit Grund eingefroren. Wir haben ja da die Kritik angenommen und wir werden bei einem neuen diese Kritik, weil ganz viele Linke gesagt haben, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Also deswegen, weil sie da dann alle runtergegangen sind, das ist der Grund. Und deswegen hast du ihn eingefroren? Ja. Okay. Weil du Linke schützen wolltest oder weil... Ja, weil ich einen Freundeskurs ermöglichen wollte und wenn die Seite, auf der ich selbst stehe, dann nicht mehr da ist, ja, was ist das dann noch für ein Diskurs? Da muss man sich dann was Neues überlegen und deswegen hat man dann erstmal eingefroren. Aber wieso hast du nicht, damit die Linken sich wohlfühlen, zum Beispiel einfach gesagt, okay, die Rechten, die übergriffig sind, werden einfach rausgebannt? Das wäre auch eine Option gewesen. Weil die Mods vollkommen überfordert waren. Also weil das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Kritik haben wir auch von vielen Seiten bekommen. Also es wurden ja auch auf dem Discord-Server Rechte gebannt, die sich beschwert haben und wo das auch nicht immer gerechtfertigt war. Und deswegen haben wir das dann, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich jemals wieder Lust auf so eine Geschichte habe. Das. Okay, also dieser freie Diskurs, den du wolltest, funktioniert nicht, oder wie? Zumindest nicht auf Discord. Und warum funktioniert der nicht? Wegen wem? Meinst du jetzt wegen welcher politischen Seite? Ja. Was? Da müsste ich jetzt, es gab wirklich von beiden Seiten Leute, die sich daneben benommen haben. Also ich habe das ja mitbekommen und ich weiß auch, was die Mods mir berichtet haben. Und es gab von beiden Seiten Leute, die sich deutlich daneben benommen haben und deswegen ist da ein abschließendes Fazit, glaube ich, sehr schwierig zu ziehen, aber... Aber wenn du dich entscheiden müsstest für eine Seite, an der das gescheitert ist, wen würdest du benennen? Für eine Seite? Es gibt ja nicht nur zwei Seiten, es gibt ja zig Communities, die dabei waren und da würde ich sagen, am wenigsten Probleme... Nein, aber ich meine, ist es wegen den Linken oder wegen den Rechten gescheitert, der Diskurs? Ach so, links und rechts, das als grobe Kategorien. Ja, dann eher an den Rechten. Aber ich würde sagen, so pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt auch Rechte, mit denen du sachlich reden kannst. Also es gibt auch Linke, die sich daneben gestern benehmen. Aber gestern in der Reaction auf dich hast du gesagt, dass es an den Linken gescheitert ist, weil die eigentlich in Wirklichkeit nicht diskursfähig sind. Ja, die sind dann alle runtergegangen. Aber die Frage ist, wann ist es, wann hat sich der Diskurs da eine problematische Richtung gedreht? Und du hast jetzt gefragt, an wem ist es eher gescheitert? Ich würde tatsächlich, und mit Linken meinte ich jetzt nicht alle Linken, ich meinte vor allem Linke wie dich. Ich meinte Linke, die von außen irgendwelche Dinge vorzeigen, die eindeutige Verstöße gegen die Serverregeln waren. Und anstatt das bei den Mods zu melden, die dafür zuständig gewesen wären, das zu sperren, zeigst du das dann öffentlich in deinem Stream, um den Servern eine bestimmte Richtung zu framen.
Also diese Aber Leute das meinte ich Problem mit. ist, Ja? dass die Mods das deswegen nicht gelöscht haben, weil deine Mods rechts waren und sind. Das ist das Problem. Deswegen haben sie das als normal gefunden, während sie die ganze Zeit Linke getimeoutet haben. Und es war meine Aufgabe, das aufzuzeigen. Ja, wie Ja. gesagt, ich weiß nicht, ob es jemals wieder einen Discord-Server geben wird. Der macht nur unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Ärger und ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder Lust zu drauf habe. Ja. Naja, ja, nein, kein Problem. Also du mach, was du willst. Für mich ist das, versteh mich bitte nicht falsch, ich wiederhole das noch einmal. Du kannst mitreden, mit wem du willst. Du kannst machen, was du willst. Ich kommentiere nur, was ich davon halte. Ja, das ist alles. Ich will nicht von dir, dass du irgendwas tust oder nicht tust oder dass du irgendwas änderst oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Aber ich werde halt kommentieren, was ich davon denke. Das ist alles. Und damit musst du klarkommen. Und ich bin, ich stehe, für mich ist jetzt eine Sache klar, ich stehe nicht auf der gleichen Seite wie du. Das ist für mich klar geworden. Interessant. Ja. Wie gesagt, Und einfach so. sympathisiere mit dem Also. BSW. Ich bin für Frieden und für Umverteilung. Also ich weiß nicht, was. Also wenn du auf der Seite nicht stehst, dann mag das deine Entscheidung sein. Aber nochmal, also mein Problem ist nicht, dass du mich kritisierst, dass du mich inhaltlich kritisierst. Mein Problem ist deine Rhetorik gegenüber mir. Also erstmal Okay. deine Rhetorik im Sinne von, ja, dass du wirklich Feindrhetorik gegen mich anwendest, dass du mich wirklich auf übelste Art und Weise diffamierst. Du hast zum Kannst du mir ein Beispiel Beispiel mir einmal nennen? geschrieben, ich würde deine Feinde zusammentrommeln, um dann gegen dich zu agitieren. Also, welche Ja. Feinde habe ich denn zusammengetrommelt? Mana-Zwerg? Zum Beispiel. Ja, die ist echt gefährlich. Also, vor der sollte man sich in Es geht Acht nicht nehmen. darum, Moment mal, warte mal, warte mal, warte mal, Moment, darum geht's es doch geht gar nicht nicht. darum, Moment, es geht nicht darum, wer gefährlich ist, sondern es geht darum, was für ein Mindset du hast. Es geht darum, wie du denkst und wie du dich verhältst und wie du respektlos bist. Es geht nicht darum, wer gefährlich ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Null Sinn. Das ist vollkommen egal. Es geht einfach darum, dass du einen Menschen, mit dem ich Beef habe, egal wer er ist, reinziehst, um mit ihm auf meine Videos zu reacten, in denen dieser Mensch gar nicht vorkommt. Das heißt, das ist so, als hätte ich auf ein Video von dir reagiert und ich hätte mir einfach Baba Batonek geholt und hätte einfach mit ihm zusammen auf dein Video reagiert. Was hättest du davon gehalten? Ich meine, Baba Batonek ist jetzt auch nicht gefährlich, aber was hättest du davon gehalten? Hättest du das gut gefunden? Ist das sinnvoll gefunden? Nee, aber wenn du die gleichen Diffamierungen gegen mich verwendest, was macht es dann für einen Unterschied? Welche gleichen Diffamierungen? Ich verstehe nicht, was du Ja, mich in meinst. die rechte Ecke zu stellen. Also du Aber hast in ich habe deinem dich ja letzten nicht Video, in die lass rechte mich doch Ecke mal ausreden, gestellt. lass mich doch mal ausreden. In deinem letzten Video Okay. hast du davon gesprochen, dass ich mich auf die Seite deiner Feinde stellen würde. Du hast gesagt, ich hätte Ja. die Wahl zwischen dir und deinen Feinden. Du hast gesagt, ich würde mich mit Leprakranken umgeben, bezogen auf meine Interviews, beziehungsweise auf meine Gespräche mit Markus Fiedler, Thomas Röper, Dominik Reichert. Du hast gesagt, man solle da, du, also genaue Wortwahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber du meintest, man müsse deine Community, also ihr würdet gerade eure Also das Community mit der reinigen. Leprakranken war ein Kommentar. Das mit den Lepra war ein Kommentar und nicht meine Aussage, ja. Ja, den du dann zustimmend wiederholt hast, ist ja jetzt auch egal. Ich will da jetzt auch nicht dir hier Wortpolizei spielen, aber merkst du nicht, dass das eine Feindrhetorik ist, mit dem du mich hier als Feind gierst? Du hast dich, noch einmal, du hast dich mit Leuten verbündet, die Habe ich ich nicht. persönlich als Feinde empfinde. Und das ist auch der Grund, warum ich dich nicht auf meiner Seite sehe, sondern auf der Seite dieser Leute. Ich sehe dich auf der Seite von den Rechten. Ich sehe dich nicht auf meiner Seite und auf unserer Seite. Und für uns ist, was du gesagt hast, ganz klar, wir wollen die ganzen Rechten, diese ganzen Leute, die sich auch für links ausgeben oder bla bla bla, werden wir jetzt alle los, ja. Also die bannen wir. Wir werden sie nicht los, indem wir sie in den Fluss werfen. Wir bannen sie einfach aus den Communities und hin und her und fertig, ja. Weil wir haben keinen Bock darauf, dass wir von denen, dass sie bei uns agitieren und dass sie einfach Leute für blöd verkaufen. Das wollen wir nicht und deswegen werden diese Leute gebannt. Ne? Ja, aber was soll du stehst entweder auf meiner Seite oder du bist ein Feind. Also ich trete doch nicht für die Interessen der Rechten ein, trete für eine Pluralität der Strategien ein. So, also nehmen wir Manzella, der postet die ganze Zeit auf Twitter Memes gegen die Rechten, ist jetzt
Nicht der Stil, den ich habe, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, Seller vorzuschreiben, was er machen soll. Soll er machen, was er lustig ist? Also, ich schreibe dir auch nicht vor, was du machen sollst. Ich schreibe dir auch nicht vor. Aber du machst sick Diffamierungsvideos gegen mich. Also die kann doch jeder sehen. Die sind doch auf deinem Kanal öffentlich. Jetzt haben wir, ich habe nichts in meinen Videos gesagt, was ich nicht auch in diesem Gespräch gesagt habe. Habe ich dich diffamiert hier in irgendeiner Form? Während wir jetzt geredet haben. Ich habe ja dort nichts gesagt, was ich nicht auch hier gesagt habe. Ich habe schon zu Beginn meine 5 Punkte gesagt, die ich dir vorwerfe oder beziehungsweise wegen denen ich dich kritisiere, und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Und das hast du persönlichen Angriff genannt, das hast du Diffamierung genannt, das ist alles. Habe ich dich jetzt diffamiert? In irgendeiner Form? Ich muss das jetzt mal bitte ganz kurz zusammenfassen. Warte, lass mich bitte nur die Frage beantworten. Habe ich dich jetzt diffamiert in diesem Gespräch? Aber ich hoffe, das geht nicht. Nee, aber du hast nicht diese Rhetorik angewendet wie in deinem letzten Video. Was habe ich im letzten Video gesagt, was ich jetzt nicht gesagt habe inhaltlich? Wo war ich anders? Was habe ich hier anderes behauptet? Du hast gesagt, du willst mir nicht vorschreiben, was du machen, was ich machen soll. Das ist schon mal eine sehr viel andere Rhetorik, als entweder bist du auf meiner Seite oder du bist ein Feind. Das habe ich beides jetzt in diesem Gespräch gesagt. Das finde ich nicht, Agi. Das widerspricht sich wirklich nicht. Also du kannst sagen, du bist entweder auf meiner Seite oder du bist der Feind und ich kritisiere dich und ich diffamiere dich nicht, weil ich nehme dich trotzdem wahr in dem, was du sagst, aber ich kritisiere es eben auch. Und so wie ich sehe, was du tust, würde ich sagen, du agitierst für die gegnerische Seite. Das kann er doch, das ist doch alles gleichzeitig möglich. Ja. Nee, aber der eine Vorwurf ist, du hast die falsche Strategie, das wäre was, da könnte man reden. Und der andere Vorwurf ist, du bist auf der Seite des Feindes, also musst du auch so bekämpft werden. Merkt ihr nicht, dass das ein vollkommen unterschiedlicher Vorwurf ist? Schau, ich versuch das mal so zu erklären. Ja? Wenn du dich auf die Seite von Leuten stellst, meiner Meinung nach, natürlich ist das jetzt keine objektive Messung, die habe ich nicht. Meiner Meinung nach stellst du dich auf die Seite von Leuten, die eine Gefahr für die Demokratie sind und die eine Gefahr für uns alle sind. Und ich glaube nicht, dass du dich bewusst auf ihre Seite stellst. Ich glaube nicht, dass du bösartig bist. Ich glaube nicht, dass du in irgendeiner Form Dings, aber du schaust ihr Spiel nicht und du deckst sie. Manchmal schummelst du ein bisschen und deckst sie, weil du sie gern hast, weil sie auf deiner Seite sind, wenn du gegen Wokies kämpfst. Das ist, was ich glaube. Das stimmt nicht. Natürlich ist es das. Das ist, was ich glaube. Sag ich ja. Das ist, was ich glaube. Ich habe nicht gesagt, das ist eine Tatsache. Ja? Das ist, was ich einschätze. Und wie gesagt, viele Leute auf unserer Seite sind überzeugt und sehen das genauso. Also Content Creator, Community-Mitglieder sehen das alles so. Die einzigen Leute, die das nicht sehen, sind irgendwelche Rechten, die nicht mehr in dieser Community sind, sondern irgendwo bei Rechten abhängen und sich mit Rechten zusammengetan haben. Und das ist für mich ganz klar. Und wenn du stehen, weil der Chat jetzt auch sagt irgendwie, dass ich parteiisch bin. Ich will mich nicht für Erwin sozusagen aussprechen. Es ist so, dass ich selber Probleme habe mit Erwins Rhetorik und das weiß er auch. Wir haben darüber schon unendlich viele Streitgespräche geführt. Ich habe genau die gleiche Kritik an Erwins Rhetorik wie du, Agi. Versteht das bitte richtig. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, als Erwin so zu akzeptieren, wie er nun mal ist und auch zu akzeptieren, dass obwohl er sehr grobe Sprache und starke Wendungen verwendet, das tut, was er da tut, und ich, sozusagen, das hindert mich nicht daran, das Gesamtbild weiterhin zu sehen und auch dir, Agi, in dem Sinne zu sagen, wenn du sagst, es gibt eine Pluralität der Strategien, dann ist eben so ein Prolet, wie es Erwin ist, irgendwie auch erlaubt. Und du darfst auch total sauer auf den sein und du darfst auch sagen, ich kritisiere den jetzt, weil der macht die ganze Zeit Diffamierungsstreams gegen mich, in denen er auf seine Art und Weise seine Meinung und Begründungen kundtut, die du eben als persönlichen Angriff auffasst. Das ist auch völlig okay, ob du dich davon distanzierst und sagst, ich scheiß auf ihn, oder ob du darauf reagierst und sagst, ich möchte das richtig stellen, ich sehe das anders. Das ist deine Sache, aber ich denke, du verschwendest damit deine Zeit, weil du hast gesagt, dein Thema ist linke Wirtschafts- und Friedenspolitik, und Erwin hat sozusagen die Sorge, dass du und deine Community unterwandert werdet, einfach von Leuten, die es nicht gut mit dir meinen. Und ich habe nicht die Sorge, ich bin fest davon überzeugt. Er ist sogar fest davon überzeugt, aus persönlicher Erfahrung der letzten 3 Jahre mit diesem Twitch-Game, YouTube-Scheiß und so. Und es ist einfach jetzt an dir, für dich selber herauszufinden, wie du mit dieser Kritik umgehen willst, vielleicht auch mit der Gefahr, aber eben auch, wenn du sagst, Pluralität der Strategien, vielleicht kannst du ja auch sagen,
wie deine, abgesehen mal jetzt vom freien, offenen Diskurs für das bessere Argument, weil das ist sowas typisch Linkes. Ich liebe es. Aber es scheitert wirklich an der Aufnahmefähigkeit und auch der tatsächlichen Toleranz von Rechten gegenüber dem besseren Argument. Und ich lade dich ein, dir anzuschauen, wenn das Gespräch veröffentlicht wird, ja, ich lade dich ein, ich habe deinen Chat hier bei mir eingeblendet, schau dir gerne mein Video an mit deinem Chat und schau dir an, wie die Leute in deinem Chat, die Rechte sind, dich aufhetzen gegen mich. Das tun sie und das kann jeder sehen, deswegen habe ich das eingeblendet, das ist vollkommen klar, weil das ihre Strategie ist. Ihre Strategie ist einfach, dich aufzuhetzen gegen uns und dich auf ihre Seite zu holen. That's it, ja. Und aber so zu tun währenddessen, dass sie voll die toleranten und coolen Leute sind, ja. Und das ist, was ich dir versuche aufzuzeigen. Und du sagst dann einfach so, ja, das ist eine Unterstellung, ja, du siehst Geister, bla bla bla. Okay, Bro, kein Problem, ja. Aber solange das so ist, solange du in diesem Ding drinnen bist, kann ich dir nicht helfen. So, du wirst da selber drauf kommen müssen, befürchte ich. Ja. Ich kann dazu nur sagen, dass jeder sich vielleicht mal das Gespräch anschauen sollte, was du vor 2 Jahren mit Dara hast. Also diese gleichen Vorwürfe, schau auf deinen Chat, guck mal, was sich da für Leute rumtreiben, die hat Dara damals gegen dich verwendet und du hast dann auch gesagt, ich bin Linker und Dara dann so, ja, guck mal, was für Leuten du dich abgibst, bla bla bla. Also alles, was du mir gerade vorwirfst, womit ich nicht sagen will, dass du wie Dara bist, sondern nur, dass sich eure Art zu argumentieren und eure Methoden hier doch sehr ähneln. Das verstehe ich, das wird sehr oft wiederholt. Du hast auch gesagt, Erwin ist wieder dort, wo er vor 2,5 Jahren war. Dabei weißt du gar nicht, wo ich vor 2,5 Jahren war. Das heißt, das hast du dir gar nicht angeschaut, darüber hast dich. Oder weißt du, wo ich vor 2,5 Jahren war? Dann konkretisiere ich mal, was die Methoden angeht. Die Methode, dass den anderen in die rechte Ecke. Aber rücken. Hast du mich vor 2,5 Jahren geschaut? Ein bisschen. Weißt du, was ich vor 2,5 Jahren gemacht habe? Ja, das war vor Beginn des, oder sagen wir vor 3 Jahren, da habe ich bei dir kurz nachdem dein Kanal Willkommen im Neoliberalismus hieß der damals noch, wo du da angefangen hast, Reaktionsvideos zu machen, da hatte ich ein bisschen reingeschaut und da hattest du dann diesen Beef mit Kuchen-TV und das fand ich auch so ein bisschen, lächerlich, wo du Kuchen-TV oder ein Holger Kreimeier irgendwie versucht, das in der rechte Ecke zu stellen, deswegen hatte ich dich dann aus den Augen verloren und nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat und ich dann gesehen, also bin ich wieder auf dich aufmerksam geworden, da habe ich gedacht, Mensch, mal ein Linker, der stabil ist und mein Linker, der stabil bleibt und für Frieden ist und der jetzt nicht unter diesem medialen Dauerdruck, unter dieser Kriegspropaganda einknickt. Deswegen habe ich dann wieder begonnen, dir zu folgen. Cool. Also das, was vor 2,5 Jahren war, ja, war scheiße von mir. Ich habe damals, wie du richtig sagst, damals habe ich Dara-Strategie betrieben. Damals habe ich die Methoden von Dara angewendet. Da habe ich versucht, eben einen Holger Kreimeier oder KuchenTV oder andere Leute in die rechte Ecke zu schieben, sie als rechts darzustellen, ihnen Dings zu unterstellen, dass sie dies und das sind. Ja? Und das war absolut lost und ekelhaft von mir. Ja? Dafür habe ich mich auch entschuldigt. Da hast du vollkommen recht, ja, dass ich damals so war. Heute bin ich aber nicht so. Weil wenn ich heute so wäre, würde ich mit allen Mitteln versuchen, deinen Chat, und das ist, was Dara macht, Dara nimmt deinen Chat und versucht, mit deinem Chat zu erklären, dass du ein Rechter bist. Das mache ich nicht. Ich erkläre dir nicht, dass du ein Rechter bist anhand von deinem Chat. Was ich tue, ist, ich sage dir, pass auf, du wirst einfach unterwandert von Rechten. Die wollen dich vereinnahmen. Achte auf dich. Das ist alles. Ich sage nicht, dass du rechts bist. Ich versuche dich nicht zu canceln. Ich versuche dich nicht schlecht zu reden oder irgendwie dich runterzudrücken oder irgendwie zu sagen, du solltest deinen Kanal verlieren. Oder das sage ich ja alles nicht. Das sind Dara-Methoden. Das mache ich nicht. Wir reden morgen mit Dara, wen es interessiert. Aber der Punkt ist, was ich sage, ist einfach eine Warnung an dich. Einfach so, Achtung, ich kenne diese Leute, ich weiß, wer sich da bei dir eingenistet hat, ich sehe es. Die werden dir komplett alles ruinieren, Alter. Aber bitte, erlebe es selber. So, versteh mich nicht falsch, ich warne dich, will dir aber nicht im Weg stehen. So, wenn du deine eigenen Erfahrungen machen möchtest, go for it. Aber ich sage dir eine Sache, ich bin nicht dort, wo ich vor 2,5 Jahren war. Wenn ich dort wäre, hätte ich mich hingestellt und hätte allen erzählt, dass du in Wirklichkeit versteckter Nazi bist, der in Wirklichkeit da mit Nazis zusammenarbeitet und denen irgendwie helfen will, dass sie an die Macht kommt. Das hätte ich dir erzählt vor 2,5 Jahren. Das mache ich überhaupt nicht. Ja. Nicht verwechseln. Riesenunterschied. Heute bin ich dort aber, dass ich ganz klar Rassisten Rassisten benenne, Rechtsextreme Rechtsextreme nenne. Das hat aber nichts mit Wokismus zu tun, sondern das ist einfach eine Tatsache. Das ist einfach, Rechtsextreme sind Rechtsextreme und das ist alles. Ja. So.
Easy. Aber im Endeffekt muss man einfach darauf achten und differenzieren, da sieht man, dass es nicht das Gleiche ist. Dara und ich, riesengroßer Unterschied. Ich kritisiere ja Dara auch die ganze Zeit für seine Methoden. Ja, ich sehe es, dass du schon wieder diese Methoden anwendest und es nicht zu merken scheinst und dir das jetzt irgendwie schönredest. Also das ist meine Sicht auf die Dinge. Nenn mir ein Beispiel. Wo du in deiner letzten Reaktion gesagt hast, Agi verbündet sich mit meinen Feinden, was falsch ist, was nicht stimmt. Jetzt hat er die Wahl, entweder ist auf Seite meiner Feinde oder ist auf meiner Seite. Also das ist doch was genau das, was wir an den Walkies kritisieren. Ja, diese scharfe Freund-Feindscheidung. Okay, genau das machen wir. Alter, die hast du bei den Rechten auch. Das hast du bei den Rechten genau, auch. Das macht doch Schlomo. Ist Schlomo Dara? Der macht wie doch das ist Gleiche. Schlomo Dara? Ja, bei den Rechten kritisiere ich es doch auch, wenn ich es da sehe. Also das ist doch bei jedem zu kritisieren. Ja, aber wenn du sagst, dass ich wie Dara bin, deswegen, weil ich Freund und Feind klar markiere, das macht der Schlomo, das macht Kaspar, das macht Dara, das macht Karl, das machen alle. Das ist ein ganz normales Vorgehen. Und ja, wenn du nicht auf unserer Seite bist, sondern dich mit Leuten zusammentust, die versuchen, so viel wie Dreck wie möglich auf uns zu werfen, ja, dann bist du auf der Seite vom Gegner. Was soll ich machen? Das ist halt so. Ja, sorry. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich wie Dara bin. Das ist ja absurd. Also ich finde, man könnte zu allen Menschen nett und freundlich sein. Und selbst wenn man mit ihnen politisch nicht einer Meinung ist. Aber ja, das ist auch nur meine Auffassung. Ja, aber das ist deine Auffassung und deine Auffassung in Ehren, aber du wirst eine harte Lektion lernen, glaub mir. Und zwar von den Leuten, mit denen du glaubst, dass du normal reden kannst. Du hast doch vorhin gesagt, dass meine Talks mit Rechten kein Problem waren. Also was... Sind sie auch nicht. Jetzt sagst du, ich werde eine harte Lektion lernen, weil ich mit denen geredet habe. Was stimmt denn jetzt? Na, nicht, weil du mit denen geredet hast, sondern die Leute, die du dir reingelassen hast, die Rechten, die werden nicht immer so nett zu dir sein. Die sind doch nur im Chat, die machen doch nichts im Chat. Die greifen alles gut. Was machen die denn im Chat? Das würde ich jetzt gerne wissen. Alles gut, nichts. Wie gesagt, wir reden einfach in 2 Jahren nochmal, da werden wir sehen. Wir haben gesehen, was sie mit Outlaw, wir haben gesehen, was sie mit Outlaw gemacht haben, was sie mit Zeller gemacht haben. Wirst schon sehen. Ich habe keine Kraft mehr, dem zuzuhören. Ich denke, ihr habt alles gesagt. Ich denke, es ist auch offensichtlich geworden, wo die unterschiedlichen Auffassungen von Rhetorik und was jetzt wichtig ist an Rhetorik und was nicht so wichtig ist an Rhetorik. Agi hatte einfach einen anderen Schwerpunkt für sich. Erwin hat für sich einen anderen Schwerpunkt erarbeitet. Ihr kommt da nicht zusammen und das akzeptiert ihr jetzt einfach. Wenn ihr wollt, könnt ihr abschließend euch noch was voneinander wünschen oder so. Dann, ja. Ja, ich wollte nur sagen, Outlaw und Luigi, beide Leute, die ausgestiegen sind bei diesen Leuten, schreiben dir gerade in den Chat, dass du aufpassen sollst, weil sie versuchen, dich zu vereinnahmen. Die versuchen, dich auch zu warnen in deinem Chat. Ja, also glaub mir, ich bin nicht der Einzige, der das sieht und glaubt. Ja. Wenn du da mehr bist, ich meine, in der Chatnachricht kann man ja nicht so viel erzählen, dann schreib mich gerne privat an und erzähl's mir. Also das würde mich tatsächlich interessieren, wo das der Fall sein soll. Doch super, das ist doch ein total korrekter Ausblick von dir, dass du auch offen bleibst und sagst, wenn Leute das Gefühl haben, sie können dir noch was sagen, was sie wahrnehmen, was du vielleicht übersiehst, noch eine Einladung an die gesamte Community zu sagen, Agi hat Bock drauf, dass ihr ihm Rückmeldung gebt, Feedback-Kultur. Ja, finde ich gut. Habt ihr Bock? Ich hab noch was. Habt ihr Bock auf einen kleinen Input? Einen abschließenden Input? Ja, von mir. Ja, von mir aus. Und zwar handelt es sich um Bertolt Brechts Gedicht. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Darf ich euch das mal vorlesen? Boah, nee, das ist jetzt... Wozu? Alles dazu passt. Inhaltlich. Vielleicht wird es euch beide zum Denken anregen oder den Diskurs auf eine andere Ebene heben. Du kannst es ja auch ausschneiden, wenn es dich nervt. Halt. Sag. Bist du bereit? Okay. Ja. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dann kommt der Krieg zu dir. Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt und lässt andere kämpfen für seine Sache, der muss sich vorsehen. Denn wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal den Kampf vermeidet, der den Kampf vermeiden will. Denn er wird kämpfen für die Sache des Feindes, der für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.